Hallo, Sie sind auf der Mailbox von Rudolf Inder gelandet. Ich freue mich, Sie schon bald zurückrufen zu dürfen. Bitte hinterlassen Sie mir dazu Ihren Namen und Ihre Rufnummer. Vielen Dank und bis in Bälde. Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, der vierte Teil der Rückfolge. Heute hat jemand anders verschlafen, deswegen kann ich ganz herzlich den Micha begrüßen. Guten Morgen. Heute hat mich der Rudolf die Arschkarte gezogen. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen. Ja, in guter alter Tradition, wieder einer verschlafen. Ja, und ich lasse den Anrufbeantworter jetzt einfach laufen, bis die Mailbox voll ist von Rudolf. Stimmt. So. Ist bei uns praktisch, dann brauchen wir den Podcast auch nicht mitschneiden, sondern können uns einfach nachher von der Mailbox dort holen. Genau. Guten Morgen, Rudi. Du musst also versuchen, diesen Podcast von deinem Anrufbeantworter runterzuziehen und darfst ihn dann auch schneiden und bitte hochladen. Dankeschön. Tschüss. So. Jungs, wie geht's weiter? Wir haben aufgehört bei, lass mich nicht lügen, Tekken Tag Tournament 2. Wir starten jetzt in den Oktober und damit in das dicke Weihnachtsgeschäft. Also in den Endspurt, viertes Quartal. Jahresendspurt. Du bist doch vom Fach, du bist doch der Businessman hier unter uns. Ist denn das letzte Quartal wirklich auch immer das beruflich anstrengendste? Ich meine, Ausgabe. Meinst du jetzt für mich, Heft, oder was? Ja, weil Heft ist doch Heft, oder? Ach so. Wird ja auch nicht voller dadurch. Also für uns von der Arbeit her ist es jetzt nicht unbedingt wirklich viel anstrengender. Weil klar, ob wir jetzt alle zwei Wochen ein Heft produzieren, ob da jetzt 20 Titel rauskommen oder ob wir ein Heft produzieren, ob da jetzt so nur zwei Titel rauskommen, macht ja für uns keinen Unterschied. Das Heft muss ja so oder so gemacht werden. Und da wir ja auch so viel mehr Metathemen und Interviews und ähnliche Sachen haben, passiert da jetzt auch nicht viel. Ich kann mir aber sicherlich vorstellen, dass das gerade für Händler und für Großhändler und sowas ist das wirklich, glaube ich, das schlimmste Quartal. Und gerade für so Einzelhändler, Versandhändler, die dann sagen, wir haben jetzt alle zwei Wochen irgendein AAA-Release, wo wir ewig viel Vorbestellerversionen und alles Mögliche verschicken können. Für die ist das sicherlich stressig, aber wahrscheinlich freuen die sich auch, weil als Händler bist du natürlich auch froh, wenn du was zum Verkaufen hast und nicht so eine saure Gurkenzeit, wie sie vielleicht manchmal im Sommer herrscht. Ja. Und dieses Jahr war es auch ziemlich vollgepackt. Also es sind einige großartige Titel dabei im Oktober, November. Und Dezember ist dann ja meistens dann auch wieder sehr schwach. Da gibt es dann halt einen großen Titel vielleicht noch, ein paar kleine Indie-Spiele, aber im Endeffekt quetscht sich alles auf die zwei Monate Oktober. Ja, weil gerade den einen, den es im Dezember gibt, also ich denke, du spielst auf Far Cry an, der ist ja auch irgendwie nur nach hinten verschoben worden. Der sollte ja ursprünglich, glaube ich, auch im November kommen und dann wurde der irgendwann im Sommer nochmal so um zwei Wochen nach hinten verschoben und ist dann im Dezember gelandet. Und das, glaube ich, war eher eine Ausnahme. Also im Dezember ist es dann wirklich so, dass jeder will dann im Handel stehen, weil dann die Leute für Weihnachten einkaufen oder ihre Geschenke holen. Und es hat auch, glaube ich, so ein bisschen was mit den Jahresrückblicken zu tun, weil die meisten das dann auch schon im November produzieren, also was weiß ich, große Magazine und Hefte, und die Dezembertitel da meistens dann keine Erwähnung mehr finden. Ja, das mag schon auch ein Grund sein, ich glaube aber nicht, dass das der Hauptaspekt ist, sondern ich glaube, es geht wirklich ums Weihnachtsgeschäft und das darf man auch nicht unterschätzen, weil man denkt immer so, oder ich frage mich ja oft selber, wieso kann man nicht so einen Titel mal im Sommer rausbringen, wäre doch eigentlich kein Problem und die Leute, die das wirklich kaufen wollen, die kaufen es auch im Sommer, aber es scheint wirklich total viel auszumachen, das ist auch, wenn man sich so mal so Bilanzzahlen, Quartalszahlen von irgendwelchen großen Einzelhändlern anschaut, also jetzt gerade so in Amerika irgendwie Best Buy, große Elektronikkette, so vergleichbar mit uns bei Mediamarkt, die machen wirklich teilweise im Weihnachtsgeschäft, machen die den doppelten Umsatz im Vergleich zum Rest des Jahres. Ja, ich glaube, also die Massenkäufe finden da schon auch statt. Die Hardcore-Gamer würden trotzdem im Sommer die Spiele kaufen, klar. Aber die Leute, die jetzt so ein Halo 4 oder ein Call of Duty mal mitnehmen, weil sie halt einmal im Jahr ein Spiel kaufen, das sind dann schon eher die End-of-Year-Buyers. Und die musst du erreichen. Also das ist immer so ein, das ist auch gerne so ein Missverständnis, was so in der Hardcore-Gaming-Community mal herrscht. Da muss man ganz klar sagen, Spiele werden nicht mehr für uns gemacht. Also ein Spiel wird nicht mehr für die Hardcore-Gamer gemacht, sondern ein Spiel, um wirklich erfolgreich zu sein, musst du eben auch die Leute erreichen, die sich nicht groß für Vorberichterstattung und Presse und irgendwas interessieren, sondern die einfach nur mal im Supermarkt
dann sagen, oh, das ist aber das neue hier Medal of Honor, das kaufe ich jetzt, weil da kenne ich, die Marke kenne ich und da ist ein Soldat drauf, finde ich super. Und die Leute musst du erreichen, sonst machst du kein Geschäft mit deinem Geld, weil die paar Hardcore-Gamer, die dann sagen, ja, ich kaufe mir das auch wirklich, wenn es im Mai rauskommt, die glaube ich, also die reichen nicht mehr, um ein Spiel zu finanzieren. Meinst du, Dishonored fällt in diese Kategorie? Micha. Ganz grob mal abgeschnitten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Anhalt nicht gespielt. Und deswegen glaube ich aber schon, also jetzt so von dem, was ich so gesehen habe, denke ich schon, dass der Daniel da aber mit diesem Titel völlig recht hat, so was die ganze Werbekampagne betrifft und so. Das scheint doch auch Spieler anzusprechen, die jetzt mit Spielen ja so mehr so peripher im Hut zu haben. Weil du hast halt immer diese großen Plakate mit diesen Typen mit der Maske drauf gehabt und so und Typen mit Masken, das ist halt immer so, also seit Batman und allem, den großen Kinofilmen, ist das halt doch schon ein Motiv, mit dem jeder was anfangen kann. Und dann steht da auch noch Rache drunter, dass auch das ist irgendwie ein Wort, das immer wieder in diversen, auf diversen Kinoplakaten auftaucht und auch Motiv verschiedener Mainstream-Kinofilme ist. Und ich glaube schon, dass es natürlich jetzt nicht nur die, ich hasse dieses Wort, Hardcore-Gamer, sprechen soll, aber dass es halt irgendwie breiter ist. Aber gespielt habe ich es nicht, also deswegen kann ich nicht beurteilen, ob das jetzt irgendwie inhaltlich naja, so komplex und tief ist, dass man jetzt nur als erfahrener Spieler weiterkommt. Ihr? Nee, überhaupt nicht. Ich meinte jetzt auch nicht, dass das Spiele jetzt irgendwie leichter sein müssen oder sowas, also um die Massen anzusprechen. So. Es gibt nur eben oft Spiele, die nicht so, oder Spieler, Kundentypen, und ich habe da selber in meinem Freundeskreis viele, die jetzt sagen, ich kaufe mir jetzt nicht jeden Monat eine neue Zeitschrift oder ich lese jetzt nicht täglich auf irgendwie den großen Seiten die Spiele-News und lese jeden Tag, was bei Kotaku passiert. Und die gehen halt ab und zu mal am Wochenende, schlendern die mal durch den Elektronikmarkt und dann kaufen die sich da was. So, und die musst du halt erreichen, und das ist so das Geheimnis. Und deswegen ist es, glaube ich, auch bei, also Dishonored ist es, glaube ich, vergleichsweise gut noch gelungen, weil sie eben, hatten die nicht sogar Fernsehwerbung oder verwechsel ich das jetzt gerade? Ich glaube schon, ne? Ich Ja, bin mir nicht ganz habe ich sicher. auch gesehen, ja. Genau, aber egal, hol das bitte nach, weil das ist ein, also ich fand das ein hervorragendes Spiel. Und hat mir echt viel Spaß gemacht. Und ich fand es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass es nicht Open World war, sondern ich mochte diese. Es hat ja so ein bisschen die Missionsstruktur oder die Levelstruktur von Deus Ex, Human Revolution, dass du eben einen Missionshub hast, wo du immer wieder hin zurückkehrst, wo du dann auch ein bisschen dort mit den Leuten reden kannst, so deine Heimatbasis. Und wenn du dann auf eine Mission aufbrichst, dann gehst du eben zu dem, in dem Fall gehst du jetzt zu dem Fährmann, der fährt dich dann irgendwo hin. Und in Deus Ex gehst du ja dann irgendwie zu deinem Hubschrauber und dann wirst du irgendwo hingeflogen und dann kommt eine Zwischensequenz und dann landest du da und dann hast du so ein kleines abgegrenztes Level, aus dem du nicht raus kannst, aber in diesem Level kannst du dann völlig frei dich rumbewegen und ich finde, das passte ganz gut zu der Missionsstruktur oder zu dem Hintergrund, weil es eben dich lustigerweise nicht so rausreißt, wie das oft bei anderen Open-World-Spielen sind, wo dieses immer dieses, naja, du musst jetzt ganz dringend irgendwo hin, du hast jetzt nur 10 Minuten Zeit, weil sonst werden die umgebracht und du gehst dabei erstmal Blumen pflücken und oder gehst zum Händler und tauscht 3 Stunden lang irgendwelche Waffen und ähnliches um und das reißt einen ja oft in anderen Open-World-Spielen immer ein bisschen raus und das ist eben bei Dishonored weniger so, weil man Ist eben keine jetzt, Open World ist. genau, weil man gesagt kriegt, hey, du musst jetzt dahin, musst jetzt irgendwie das und das machen und den umbringen und dann gehst du da auch wirklich als nächstes hin. Was mir sehr, also von dem, was ich gesehen habe, gut gefallen hat, was mich anspricht bei Dishonored, ist das Art Design. Das finde Oh ich sehr ja. Oh schön. ja, richtig toll. Das ist wirklich, also ich glaube, das ist doch sogar von dem Designer, der auch Half-Life-Welten entworfen hat. Genau. Das, also Merkt ich, man auch an Viktor vielen Stellen. Antonov heißt er. Ja. Ach ja, genau, stimmt, der Name, jetzt wo der fällt, richtig. Also gerade so diese Gerätschaften, die man dort sieht, diese Steampunk-Sachen, die erinnern doch sehr stark an Half-Life Ja, und auch 2. dieses viktorianische England-Flair, was da noch mit drin eingebunden ist und leicht steampunkig, leicht Cell-Shading. Also das Spiel hat eigentlich alles, was ich gut finde. Also War wirklich, das? es ist mein absolutes Lieblingsspiel dieses Jahr gewesen, was von der Stimmung her und auch vom Spieltyp, finde
finde ich es sehr ansprechend, weil man eben sich selber aussuchen kann, wie man spielt. Und es funktioniert halt auch. Das ist das Schöne daran. Also in diesen Levelabschnitten kannst du wirklich agieren, wie du möchtest. Du kannst dich wirklich komplett ungesehen durchschleichen und meucheln. Du kannst aber auch mit deiner Macht, mit diesen mächtigen Sprüchen, die du hast, einfach komplett durchmetzeln und hast trotzdem Spaß dabei. Und es macht auch wirklich Spaß, beide Wege auszuprobieren in den Leveln. Und du kannst dich eben halt auch entscheiden, bringe ich die Leute wirklich um oder bin ich friedlich und erledige sie sanft, sodass sie quasi, also Beispiel, du kriegst den Auftrag, dieser Charakter muss weg von der Bildfläche, der stört uns. Und du bringst ihn halt entweder ganz normal um und, oder du machst einen Deal mit ihm und er flüchtet quasi aus der Stadt. Ja? Und solche unterschiedlichen Ziele kannst du, nee, die Ziele kannst du auf diese zwei Arten meistens erreichen. Und das Spiel hat dann zwar angegeben, es verändert sich dadurch, also je mehr Leute du umbringst, desto düsterer wird es ein bisschen, aber das fällt eigentlich kaum ins Gewicht. Aber es macht trotzdem Spaß, beide Wege auszuprobieren. Ja, und ich habe immer einmal pro, wenn nicht einmal pro Jahr, aber es gibt ab und zu mal kommen so Spiele, die brauche ich gar nicht spielen. Also da finde ich, da reicht mir einfach die Welt. Die Welt an sich ist so faszinierend, dass es mir fast schon reicht, nur durch diese Welt zu schlendern und die zu entdecken. Und das sind natürlich meistens Open-World-Spiele, also weiß ich nicht, Skyrim ist zum Beispiel so ein Beispiel, da reicht es ja eigentlich fast nur, da kann man sich ja stundenlang damit beschäftigen, dass man nur rumreitet und irgendwie neue Orte entdeckt und dann sagt, boah, krass, hier hinten ist ja so ein Wasserfall, den habe ich auch noch gar nicht gesehen und einfach, wo die, allein die Welt übt so eine Faszination aus, dass man eigentlich gar keine Missionen erfüllen muss und trotzdem unterhalten wird. Ja, also ein Spiel, was wahrscheinlich in diese Kategorie fällt, ist ja Assassin's Creed 3, oder? Also da, so habe ich das beim Anspielen, ich habe es auch nicht so richtig, bin noch nicht so richtig eingestiegen. Das ist ein Spiel, was ich noch richtig anfangen wollte. Aber das, was ich da so an Eindruck mitgenommen habe, ich hatte ja so einen Probezock bei Ubisoft und da hat mich diese Welt total begeistert. Ich bin halt, also man eiert da so durch die Gegend und probiert Sachen aus und allein sich durch die Wildnis zu bewegen, war total faszinierend. Ich habe gar nicht mitgekriegt, was ich eigentlich machen musste. Aber da muss ich dir widersprechen, weil man eiert überhaupt nicht durch die Gegend, weil das finde ich eine Neuerung von Assassin's Creed, dass die Animationen irgendwie nochmal ein Tick cooler geworden sind. Ja, also nicht sprichwörtlich, das meine ich gar nicht. Also, okay. Also das sieht sehr elegant aus, ist wunderschön animiert. Wortwörtlich und so. Übrigens hier, hallo. Wortwörtlich. Es gibt kein Sprichwort mit rumeiern. Ach du morgens. Was ich meine ist, dass du dann halt einfach irgendwas machst. Also du schlenderst so durch die Welt und ach doch, also er schlendert natürlich nicht, aber ne, du kannst halt dich, du bewegst dich frei, ohne dass du jetzt das Hauptziel verfolgen. Ich bin Connor, hüpf von Ast zu Ast. Ich habe nie mein Frühstück verpasst. Ja, so in der Art und so. Und ehe du dich versiehst, hast du 2 Stunden gejagt, ohne die Hauptmission irgendwie oder die Hauptgeschichte weiterverfolgt zu haben. Und das finde ich ziemlich cool. Darf ich da an der Stelle nochmal ganz kurz zu Dishonored, weil die Hauptgeschichte ist eigentlich auch der einzige Knackpunkt bei Dishonored, finde ich. Also es macht unglaublich Freude, in dieser Welt rumzulaufen, aber leider fehlt dieser letzte Fünkchen an Story-Durchdringung, um das Spiel wirklich richtig spannend zu machen. Also man ist dann irgendwann durch und dann hat man halt irgendwie einen Bösewicht erledigt und dann ist das Spiel aus. Ja, die ist echt ein bisschen schwach auf der Brust. Die ist so irrelevant. Das Spiel bringt genügend mit, dass das kaum einen Unterschied macht. Man kann genügend Zeit damit verbringen und genügend Spaß haben. Aber die Story, wenn das noch geklappt hätte, dann wäre das absolute Spiel des Jahres gewesen, finde ich. Wenn da eine richtig schöne Half-Life-Geschichte dabei gewesen wäre. Hat irgendwie völlig gefehlt. Und der einzige große Nachteil bei Dishonored, ich muss mal wieder auf Bethesda schimpfen an der Stelle, das Spiel hat diesen viktorianischen Flair und die deutsche Synchro ist wirklich gut geworden. Ja? Also hat jetzt auch ein paar Preise gewonnen, so bei Awards als beste Synchronisation. Das Problem ist einfach, man kann nicht umschalten, man hat keine Wahl. Man kann es nicht auf Englisch spielen, man muss es importieren, wenn man es auf Englisch haben möchte. Mhm. Und das möchte ich mal wieder anprangern an dieser Stelle. Nicht, weil ich die deutsche Synchronisation schlecht finde, sondern weil ich es einfach gerne auf Englisch gespielt hätte bei so einem Spiel. Ja, absolut. So. Also das ist genauso, oder da muss man an dieser Stelle mal irgendwie ein Lob für Ubisoft aussprechen. Oh ja. Weil bei denen ist es ja, also jetzt alles Far Cry, Assassin's Creed und alle letzten Spiele, von denen ich mir erinnern kann, kann man es einfach im Menü umstellen. Also du hast einfach 2 Punkte. Welche Sprachausgabe möchtest du? Möchtest du Untertitel? Und wenn ja, in welcher Sprache? Also du kannst dir dann theoretisch sagen, ja, ich möchte die englischen Untertitel noch mithaben, weil ich es irgendwie auf Englisch nicht so gut verstehe vielleicht. Oder ich möchte dann die deutschen Untertitel haben oder irgendwie sowas. Und kannst völlig frei kombinieren, was du wie möchtest, welchen Ton und welche Sprache. Und das finde ich echt vorbildlich. Und das müsste eigentlich Standard sein im Jahr 2012. Unbedingt.
Also Assassin's Creed 3 hat mir auch sehr gut gefallen, aber ich bin noch nicht wirklich weit. Aber allein die erste 1 bis 2 Stunden mit dem guten Haythworth oder wie er heißt, Haytham. Haytham, Haytham Conway. fand ich schon sehr toll und hat mir deutlich mehr Spaß gemacht als die alten Zweierteile jetzt, also Brotherhood und so weiter. Da hatte man ja immer schon so das Gefühl, oh, schon wieder tolle neue Stadt. Istanbul fand ich zum Beispiel großartig. Ich habe es dann trotzdem gespielt und es hat trotzdem Spaß gemacht, weil man Assassin's Creed halt irgendwie immer was findet, was Spaß macht. Und der dritte wagt jetzt aber wirklich halt mal ein paar neue Sachen. Und ich finde, er ist viel, viel mehr Story-driven als die alten Teile, oder? Also irgendwie packt es mich mehr, da die Story zu verfolgen. Ja, weiß ich jetzt gar nicht, würde ich jetzt gar nicht so behaupten. Also, ich fand schon, die alten hatten schon auch immer ganz tolle Stories. Ja, Also, vielleicht liegt es daran, dass es jetzt halt neue Charaktere sind und irgendwie. Mal gucken. Aber ich werde ja. es auf jeden Fall weiterspielen. Ich brauche immer so ein bisschen Pause zwischen den Assassin's Creeds. Und meistens ist es dann so, dass wenn der neue Teil angekündigt ist, dann merke ich, oh, ich habe ja hier noch ein offenes Assassin's Creed und jetzt habe ich irgendwie gerade Revelations durchgespielt und brauche wieder ein bisschen Abstand, bevor ich jetzt den dritten Teil anfange. Ach so. Aber mir gefällt diese Wildnis eigentlich auch ganz cool. Ja, und für mich ist so ein typisches Weihnachtsspiel. Also das ist so ein, weil es immer so kurz vor Weihnachten rauskommt und weil es so umfangreich ist, ist das immer so ein Spiel, wo ich dann weiß, ah, da kann ich mal so, wenn ich in Weihnachtsferien, kann ich mich dann da rein vertiefen und dann spiele ich es auch durch. Und deswegen habe ich dann eigentlich echt immer genau den perfekten Abstand, weil wenn ich dann weiß, dass dann, ja, habe ich es im alten Jahr noch durchgespielt und wenn dann irgendwann im Frühjahr der neue angekündigt wird, dann bin ich immer noch so ein bisschen, oh, jetzt schon wieder neuer. Aber wenn es dann ein Jahr später, wenn der dann rauskommt, dann bin ich meistens wieder schon bereit für ein neues Spiel. Aber, Gut, wir ja. hatten am Anfang jetzt Dishonored, ein Spiel mit Maske und dazu passend im gleichen Monat kam ein Spiel mit Heu raus. Oh, der ist, ja, well played, well played. Der Landwirtschaftssimulator 2013, Daniel, dein Einsatz. Ja, den habe ich tatsächlich eingetragen. Gar Micha, nicht. holen wir uns einen Kaffee so lang? Bis gleich, tschüss. Ich finde den auch ganz schön doof, muss ich sagen. Ich habe den auch nicht gespielt. Ich fand nur irgendwie, ja, das ist immer so ein Spiel, über das machen sich alle lustig und jeder versteht oder kaum jemand versteht, dass das jemand spielt. So ein bisschen wie Modern Talking. Also kein Mensch würde öffentlich zugeben, dass er irgendwie jemals von denen eine Platte gekauft hat und trotzdem sind es 100 Millionen verkaufte CDs. Und mit dem Landwirtschaftssimulator ist es irgendwie ähnlich. Der ist ja wirklich, obwohl den alle immer belächeln, sensationell erfolgreich. Weil ich kann das, wir bekommen bei uns immer auf der Arbeit, bekommen wir auch immer die Amazon Pre-Order Charts. Also, welche Spiele werden auf Amazon am meisten vorbestellt? Und da ist wirklich in den Ein Monat vor Release ist der Landwirtschaftssimulator da immer auf Platz 1. Und das muss man sich mal auf der Zunge gehen lassen, dass der Spiele wie Assassin's Creed, wie Black Ops 2 oder ähnliches werden nicht so häufig vorbestellt wie der Landwirtschaftssimulator. Und der ist auch, wenn der rauskommt, ist der, steigt der auf Platz 1 der Charts ein. Und Ja, jedes Mal. das ist eigentlich schon krass dafür, dass es auch nur auf PC erscheint. Ja, es ist also ich, es ist auf jeden Fall ein ziemlich interessantes Phänomen und Absolut, also ja. wenn überhaupt, ist es ein bisschen vergleichbar mit den japanischen Berufssimulatoren. Da gibt es ja auch eine etwas größere Kultur mit also wo es hauptsächlich um Fahrzeuge geht, wie Bahnfahren und ähnliche Dinge. Die werden da gibt es ja Adventure de Gaulle zum Beispiel. Das ist ja ein total berühmtes Eisenbahnspiel, auch ein sehr gutes Eisenbahnspiel, aber das hat ja in Japan eine sehr große Tradition und ich sehe da irgendwo schon die Parallele. Und das Ding ist ja, dass der Landwirtschaftssimulator, auch wenn man den jetzt nicht mag und diese Grundidee nicht so ganz ausgereift findet, er wird ja auch mit jedem Spiel immer besser, weil das Budget ja auch immer besser wird. Und jetzt das Ding hat halt irgendwann Multiplayer gekriegt und so. Und ich hatte tatsächlich mal die 3DS-Version in der Hand gehabt. Die habe ich tatsächlich mal für ein paar Minuten gespielt und so. Und ich meine, wir sind so weit, die Serie ist so weit, dass sie sich eine 3DS-Fassung leisten kann. Das ist schon krass. Also Und ich man glaube, kann ja. nächstes Jahr ist sogar, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, kommt sogar für die stationären Konsolen eine raus. Also. Ja, genau. Also für PS3 und 360 habe ich auch in der Pressemeldung gelesen und so. Und das Ding ist halt echt auf einen Erfolgszug. Und ich glaube, mittlerweile kann man sich einfach nicht mehr richtig drüber lustig machen, sondern muss sich ernsthaft fragen, woher kommt die Faszination für dieses Phänomen? Also ich persönlich finde, Berufssimulationen haben auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Warum nicht? Also ist doch cool, dass man in Spielen halt solche Sachen machen kann. Nee, Also. absolut. Also ich wollte jetzt da auch niemanden irgendwie abbürsten, der jetzt dieses Spiel privat spielt. Also Also. für mich ist es nichts, aber ich kann, und ich glaube,
womit wir da beim Thema Arschloch-Gamer sind, was du ja gestern ausführlich, nee, nicht gestern, Nicht gestern, in echt gestern. in echt gestern ausführlich besprochen hast. Ich kann dann durchaus einfach, wenn jemand damit Spaß mit hat, dann kann ich ihm das auch gönnen. Also da habe ich überhaupt kein Problem. Ich muss dann nicht jemand anders seinen Spaß kaputt reden, wenn jemand privat gern zu Hause den Simulator spielt, by all means soll er das gerne machen, habe ich überhaupt kein Problem damit. Ja. Für mich persönlich kann ich es eben nicht nachvollziehen. Also ich habe, wie gesagt, die 3DS-Version habe ich reingespielt und auch versucht, mich selbst daran ausprobiert, ne, ob ich das jetzt irgendwie, ob ich das mit anfangen kann. Und ich hatte es so ein bisschen als digitalen Zen-Garten irgendwie empfunden, weil es ist so ein entspannendes, so ein Geplänkel eben. Also du beackerst dein Feld und holst deine Ernte darunter und so und hast so ganz, also eigentlich relativ viel Zeit und musst jetzt nicht so viele wirtschaftliche Optionen irgendwie einlösen. Und ich glaube schon, dass es auch auf viele Spieler so eine beruhigende Wirkung hat, weil es einfach nur so eine Art Beschäftigung ist. Und ich hatte jetzt den Eindruck, dass es bei der 3DS-Version, dass es da so portabel für unterwegs am besten geeignet ist. Und ich frage mich wirklich, wann die iOS-Version kommt. Ich meine, Gibt's doch schon. der Farming Ach, die Simulator hat gibt's schon. wahrscheinlich wenigstens noch mehr Interaktion als so ein im Farmville. Ja. Weißt du, Ja. also da bin ich ja wenigstens froh, dass die Leute sich ein PC-Spiel kaufen und installieren und man wenigstens so ein bisschen Andeutungen von Wirtschaftssimulation hat und auch Quatsch, und auch Waren und Verkäufe und dann muss er ja trotzdem irgendwie spielen. Es hat ja trotzdem was Spielerisches, diese Berufssimulation, im Gegensatz zu diesen reinen Cow-Clicker-Games auf Farmville-Basis. Und vor allen Dingen der Landwirtschaftssimulator, das muss man ja auch wirklich sagen, ist ja schon die gehobene Klasse aus dem Berufssimulator. Wird ja auch immer besser, wie gesagt, entwickelt sich Stück für Stück weiter. Es gibt ja ganz, ganz viele Nachahmer, die wirklich schlecht sind. Ja, Also. also es gibt ja auch dann wirklich den Skigebietssimulator oder den Hafenbagger-Simulator. Also es gibt ja wirklich jetzt jede Ja. Unterform auch noch und Podcast-Simulator. Ja. Es ist halt wie mit Denja de Go, das habe ich auch mal gespielt, damals noch auf der Dreamcast und es ist ein echt gutes Zugspiel. Es ist halt astrein gemacht und man kommt sich vor, als würde man Zug fahren. Das ist Ich meine, wir haben neulich ja. drüber gesprochen, ich habe auf dem Amiga früher auch gerne solche Sachen gespielt, wie Winzer oder Steigenberg Hotelmanager. Ja, das waren ja auch so gesehen Berufssimulatoren. Ja? Also es waren halt damals so Patrizier und wie die alle hießen, Hanse. Ach so, wie Das war ist denn ja der im Endeffekt auch nur eine. Steigenberg-Hotelsimulator da? Wie, Aber was das muss sind ja man da machen? Wirtschaftssimulationen, oder? Ja, Ja. aber ich denke, vom Gefühl her geht es ja in eine ähnliche Richtung, oder? Du baust halt so ein bisschen mit SimCity-Flair noch, du baust deine Farm auf und hast dann halt auch ein Erfolgserlebnis, wenn du dann eine gute Ernte einfährst. Also, was ich mich gefreut habe, als ich den Eiswein geschafft habe bei der Winzer. Ja? Also von daher. Ich habe sehr viel Vermeer gespielt. Jetzt nicht den zweiten, den Ich fand auch, ich ich nicht habe mehr so zwei Kinder. gut. Oh. aber wisst ihr, dieses Spiel, wo man Gemälde verkaufen muss und Ja, so, wo man großartig. Kunsthändler ist, fand ich damals absolut fantastisch. Da könnte ruhig mal ein dritter Teil kommen, wink, wink. Also ich glaube schon, dass da so ein bisschen der Reiz, weil der Simulator ist von der Wirtschaft, soweit ich das beurteilen kann, nicht so komplex und es hat natürlich, du steuerst die Wagen da schon selbst. Ich glaube, das ist, aber es ist ein interessanter Ansatz irgendwo. Also ich würde schon das Kernpublikum auch interessieren. Ich wollte immer mal einen interviewen, der das wirklich seit Jahren spielt, aber es hat sich irgendwie noch keiner wirklich gemeldet. Ja, also vielleicht, ich könnte mir auch fast vorstellen, dass es auch viele Leute sind, die eigentlich regulär gar nicht so viele Spiele Ja, spielen. und Für dann die gar nicht auch, zuhören, ja. ja, vielleicht ist für die auch nichts dabei. Also vielleicht fanden die bisherige Spiele halt langweilig, so Krieg und so. Und das ist halt so ein so ein Thema Landwirtschaft, mit dem sie tatsächlich auch was anfangen können. Ja. Ja, Und und ich verstehe das ja. auch zum Beispiel. Also ich spiele ja immer noch gern Anno und ich glaube, Anno hat ja auch sowas Ähnliches, dass du einfach sagst, das ist manchmal entspannend und du kannst dich einfach freuen über das, was du aufgebaut hast. Und man fühlt ja tatsächlich so eine Art väterlichen Stolz, wenn man dann irgendwie eine total perfekt funktionierende Siedlung hat. Ja, Ist so, also ja. klingt doof, aber ist tatsächlich so, dass man es einfach sich denkt, wow, ich habe jetzt hier 15 Stunden lang diese ganze Insel besiedelt und die läuft, ist ein perfekt geschmiertes System mit Handelsrouten und sonst was. Und da ist man ja schon irgendwie stolz auf das, was man da aufgebaut hat. Genau, Und verfällt dann stolz. in die Depression. Gut, Stolz ist man auch, wenn man ein cooles Team bei XCOM hat, oder? Oh ja, XCOM, Hammer. Für mich nicht nur das Spiel des Jahres, sondern auch der Relaunch des Jahrzehnts, würde ich sagen.
Da hätte echt viel schief gehen können von Firaxis, sich der alten XCOM-Lizenz anzunehmen, beziehungsweise die wieder aufleben zu lassen und einen wirklichen Reboot zu schaffen, also das klassische alte XCOM-Prinzip in die Neuzeit zu übertragen und genügend zu ändern, dass es sich modern genug anfühlt, aber genügend zu lassen, dass die alten Veteranen wie mich, die das alte XCOM über den Klee loben, nicht zu verkrätzen und nicht zu vergraulen, sondern dass die sogar noch sagen, ja, die Änderungen waren gut und schlau und es macht Spaß und es ist toll. Ich bin völlig begeistert und ich habe es mir jetzt sogar zweimal gekauft. Ich habe es auf der, nee, nicht zwei, einmal gekauft, noch zusätzlich und ich habe es die Testversion damals sogar mir dafür Windows installiert, muss man sich mal vorstellen, weil die Testversion nur Steamcode für PC war und hat noch dazu auch einen klassen Multiplayer. Also habt ihr es gespielt eigentlich? Also ich bin eigentlich, ich mag das alte XCOM sehr gern, habe aber dummerweise die Neufassung noch nicht gespielt, aufgrund der akuten Spieleflut. Aber ich muss aber auch sagen, also ich habe es auf der Gamescom mal angezockt, und fand das Art-Design irre abturnend. Ja, das ist leider nicht so richtig gut geworden, aber es ist zweckmäßig genug und gerade noch so ansehnlich genug, um zu funktionieren. Also Guten man. Morgen. Guten Morgen, Ah, hey! der Rudolf ist da. Hey. Cool. Guten Morgen, Rudolf. Das hat man jetzt davon, wenn man diesen, wenn man die Radio.de-Anwendung statt auf in 20 Minuten aufhören, auf 200 Minuten aufhören stellt und dann der Akku ausgeht und dann der Wecker damit auch ausgeht. Großartig. Wenigstens sind wir authentisch, ja? Ja. Ja, Rudolf, wir sind gerade bei XCOM. Boah, dann lege ich wieder hin. Ja gut, also ich finde, das Design hat mich jetzt nicht so angesprochen, aber ich muss sagen, dass mich das trotzdem sehr interessiert. Also gerade weil, ich meine, so also Squad-based Rundenstrategie macht ja schon Spaß, wenn es gut gemacht ist. Und XCOM scheint da wirklich, also wenn es wirklich diese Tiefe der alten Spiele bringt, inklusive der ganzen Forschung, das war ja auch ziemlich cool, dass du nach der Mission so im Prinzip deine Schätze so mitnehmen konntest, deine Errungenschaften und die dann irgendwie zur Weiterentwicklung nutzen konntest, ist eigentlich ganz geil. Ist auch ein geiles Prinzip. Also, dass man dann nach zwei, drei Runden wiederkommt und dann sagt der Wissenschaftler, hey, hier ist so eine extra geheime Waffe und sowas alles, das ist schon ziemlich cool. Und genau dieses Gefühl weckt es auch wieder. Also man kann genau das alles noch machen. Mir ist der Forschungsbasisbau ein bisschen zu oberflächlich geraten, aber ich habe auch viele gehört, die gesagt haben, den könnte man auch ganz streichen, weil die Strategiekämpfe sind ja schon das Herzstück des Spiels. Man kann eigentlich nicht wirklich viel machen in dem Basenbau. Also du baust dann halt irgendwie neue Räume, dann hast du halt ein Forschungslabor und mit dem Forschungslabor kannst du dann die Waffen erforschen und du musst es eigentlich auch machen, weil sonst kannst du die späteren Level gar nicht schaffen. Aber Ist ich finde es cool. das so, dass man sich auch an seinen Squad gewöhnt? Also, dass man, wenn man zum Beispiel Soldaten hat und den so über mehrere Zeit verfolgt, dass man irgendwann so mit dem so ein bisschen zusammenwächst, Das sozusagen? schafft XCOM wahnsinnig gut. Das ist so ein so der Secrets, glaube ich, warum es so gut funktioniert. Du hast eigentlich unendlich Squad-Member. Ja? Also wenn die sterben, kannst du wieder neu rekrutieren und die sind alle No-Names am Anfang. Du hast auch keinen wirklichen Bezug. Du steuerst ja nicht einen einzigen so. Du identifizierst dich mit dem nicht. Aber du kannst den A selber Namen geben. Also was dann halt viele machen, irgendwie so ihre Blockkollegen eintragen. Ja? Also irgendwie der eine heißt dann halt Herr Fabu, der andere Jeremy und dann ist man halt doch irgendwie ein bisschen traurig, wenn Jeremy aufgefressen wird. Das haben viele gemacht, was sie so erzählt haben, das habe ich nicht gemacht. Also mein Aber Assault-Soldat heißt Rudolf der Schreckliche. genau, aber Jawohl. die Leute, auch wenn du sie nicht persönlich benennst, die steigen ja im Rang auf. Dadurch kriegen sie neue Fähigkeiten, deswegen willst du sie erstmal nicht verlieren, weil da halt der Scharfschütze irgendwie noch besser aus höherer Entfernung und so dann treffen kann mit den Skills. Aber sie kriegen dann auch Spitznamen, je nachdem, wie du die Squad-Members einsetzt, also der Brecher, den du immer vorschickst, der dann halt im Nahkampf, der heißt dann halt irgendwann Papa Bär oder so, ja. Die kriegen dann wirklich Spitznamen vom Spiel selber und dann fängst du an, diese Charaktere auch wirklich lieb zu gewinnen, so blöd wie das klingt. Und dann willst du die auch nicht mehr verlieren und dann fängst du auch von vorne an die Mission, wenn der drauf geht. Oder du sagst halt, okay, das war jetzt wichtig für die Mission, ich kann es leider nicht anders schaffen, dann stirbt halt irgendwie hier Papa Bär. Und dann feierst du das aber dann auch so, ja, so Papa Bär hat sich für uns eingesetzt und dann gibt es da auch einen eigenen Raum mit Ahnengalerie und so. Das kriegen die wirklich gut hin, ja.
Und der Schwierigkeitsgrad ist auch richtig gut einstellbar. Also es gibt dann auch so einen Ironman-Modus, da kannst du dann nicht neu laden und nicht speichern mitten in der Mission, sondern musst, wenn dann, immer ganz von vorne anfangen. Hast quasi nur ein Savegame, der automatisch eben am Anfang der Mission ist. Also da gibt es schon genügend Herausforderungen, um das Spiel dann auch wirklich entsprechend deinem Skill einzustellen. Großartig. Cool. Und noch ganz kurz ein Wort zum Multiplayer, erinnert so an diese Tabletop-Spiele. Das heißt, alle haben alle Charaktere zur Verfügung. Du kannst auch die Aliens dann einsetzen und du stellst dir mit einer festgelegten Anzahl von Punkten, also 10.000 Punkte zum Beispiel, kannst du dir deine Gruppe, deine Squad zusammenstellen und jeder hat quasi die gleichen Voraussetzungen. Ne? Und du kannst dann, wenn du einen Soldat nimmst, der kostet dann halt nur 100 Punkte. Aber wenn du einen Soldat mit Scharfschützengewehr nimmst, dann kostet er halt schon 500. Und wenn der noch einen Skill kriegt, dass er irgendwie zweimal schießen kann, dann kostet er halt auf einmal irgendwie 2000 Punkte. Und dann kannst du dir halt überlegen, nehme ich viele kleine Einheiten oder nehme ich irgendwie das große UFO, was dann halt irgendwie 5000 Punkte kostet und dann halt nur noch ein paar kleine darum. Und für jede Einheit gibt es halt so Steinschere-Papier-Prinzip, die passende Gegenstrategie. Aber du weißt halt nicht, welche Squad dein Gegner ins Spiel führt. Großartig. Ja. Hotline Miami. Ich mu muss schnell hier, wir müssen Manu von XCOM wegkriegen, weil der hört nicht mehr über Der dieses hört nicht mehr Spiel auf, ne? aufzureden. Der Ja. hört nicht mehr Aber er hat gerade ein wichtiges Stichwort gesagt, nämlich Schwierigkeitsgrad. Und Miami ist wirklich scheiße schwer. Welcome to Miami. Ja, aber es ist auch wirklich gut. Also Hotline Miami ist ja im Grunde genommen sehr stark von dem Film Drive inspiriert. Sehr stark ist untertrieben. Sehr stark aus untertrieben, eigentlich schon ziemlich mal. Es könnte fast die 8-Bit-Version von Drive sein, von der zweiten Hälfte von Drive. Und dann ziemlich viele Motive, also natürlich so dieser ganze 80s-Style, aber auch so die ganze Sache mit den Masken. Also du hast halt immer so verschiedene Masken auf und so und auch so diese Frage nach dem nächtlichen Leben, nach dem nächtlichen Killerleben des Protagonisten, ist das steht da so ein bisschen im Vordergrund, das wird dann immer schön hinterfragt. Und Hotline Miami hat so. Also ich finde so einen richtig geilen, so, ich nenne es mal so einen Dirty Retro-Look. Also es fühlt sich total schmutzig an, wie so ein Snuff-Spiel. Ist total dreckig auf eine merkwürdig pixelige Art. Ja, also es sieht nicht alt aus, auf keinen Fall, aber es hat halt eben diesen Retro-Charme. Aber die ganze Optik, also es sind ja auch so so Störfilter über dieser 8-Bit-Optik. Ist es überhaupt 8-Bit oder 16-Bit-Optik? 16-Bit Ja. eigentlich eher, ja. Hat so einen Störfilter drüber, dann dreht sich die Kamera so leicht mit. Also du hast nicht so dieses rechteckige, blockige Pixel-Look, sondern die Kamera schwenkt so ein bisschen mit. Was total modern dann auch wieder wirkt. Also Cactus hat das wirklich geil hinbekommen, dieses Spiel. Ist total super, ja. Und Aber bisher nur PC und Mac, ne? Leider. Ja. nur PC sogar. Ach so, noch nicht mal Mac. Nee. Ja. Das Einzige, was noch dazu kam, ist Gamepad-Support. Es spielt sich aber auch verdammt schnell. Also es ist so ein bisschen wie, es erinnert mich an Super Meat Boy, an die blutige, Dirty Drive-Version von Super Meat Boy, oder? Du rennst in Ja. diesen Raum rein. Und manchmal überlebst du irgendwie nur 2 Sekunden und manchmal schaffst du es dann irgendwie 20 Sekunden, dann bist du doch noch platt und man baut sich so den Weg auf, wie man möglichst effektiv den Raum durch Töten erledigt. Es Aber hat so auf. bleiben die Gegner dann tot oder nicht? Die bleiben tot. Ach so, nee, natürlich, du resettest zurück zum letzten Spawnpunkt. Also Ja. meistens hat so ein Gebäude, du gehst in Gebäude rein immer und meistens hat es irgendwie 3 oder 4 Stockwerke oder auch mal nur 2 oder so. Und du musst quasi alle Räume, du kommst erst auch in die nächste Stufe, wenn alle tot sind. Also du Okay. kannst auch nicht einfach nur durch sneaken oder so, du musst alle immer platt machen. Ja, das hat auf jeden Fall einen ziemlich starken Speedrun-Charakter. Also man muss Ja. sich da wirklich nicht nur den perfekten. Wer ist das? Mich Wer nicht. piept hier? Ich kann nicht. Ja, Hier wird wieder keiner gewesen sein. Ja, jetzt wird wieder keiner gewesen sein. Wer ist gerade aufgestanden und hat noch nicht alles ausgemacht? Also, Das ist hört die man mal hier. Radio.de-App, die jetzt Ja. endlich ausgeht. Jetzt kommt die Ihr Rache. Gesichter. Ich habe sogar ein gesperrtes SIM-Karte. Da kann ich doch gar nicht sein, oder? Ja, ich kann es auch nicht sein. Ich habe nämlich auch hier Flugzeugmodus. Egal, auf jeden Fall, Miami hat auf jeden Fall so diesen starken Speedrun-Charakter. Also du versuchst halt wirklich deinen Weg zu optimieren mit jeder weiteren Runde und immer also so schnell wie möglich durch diesen Level zu kommen. Und das wirft dich auch irgendwann in einen Rausch. Oh ja. Also es ist halt wirklich also es ist wirklich extrem dreckiges Spiel. Also es hat wirklich
Ja, es gibt da so ein paar andere Beispiele, die ich jetzt nicht nennen darf, aber es gibt so ein paar andere Spiele, die auch in so eine ähnliche Richtung gehen und also du badest dich halt wirklich in so einer ganz düsteren In Stimmung. Blut. Wirklich im Blut, ja. Es ist auch, also ich fand das auch ziemlich krass, als ich es gespielt habe. Also es sieht zwar jetzt unscheinbar aus, so wegen diesem 16-Bit-Look, aber wenn man das eine Weile spielt, dann zieht einen das schon rein in so eine ziemlich eklige, düstere Nachtwelt. Und dadurch, dass die Darstellung ja doch schon ein bisschen simpler ist, stellst du dir viele andere Sachen vor. Und ich finde auch dieses Maskenelement ist so seltsam pervers, faszinierend. Das ist also ziemlich interessantes Indie-Spiel, würde ich auf jeden Fall mal empfehlen anzuspielen. Gibt's auch, ich glaube, es gibt es momentan im Steam-Sale. Ja, aber ist auch nicht, insgesamt auch nicht teuer. Also Nee. kostet irgendwie neu nur 10er und in den Sales gab es das dann für 5er. Also ich finde es eines der interessantesten Spiele des Jahres und kann völlig bestehen neben den ganzen großen AAA-Titeln. Großartig ist übrigens auch die Der Musik. Soundtrack, oh, Der ist famos. richtig gut. Also geht schon in die Richtung von Drive, ne, natürlich. Hat aber auch schon so einen leichten, ne, so ein schon was Computerspielhaftes so. Also man merkt dem Komponisten schon an, dass er hauptsächlich für Spiele schreibt. Aber das ist ja, Drive, also man kommt nicht drum herum. Ich hatte den ja auch im Interview, den Designer, und der sagte, ja, Drive ist mein Lieblingsfilm, der beste Film aller Zeiten. Und dass man merkt, dass das wirklich eine Hommage an diesem Film ist. Witzigerweise auch mein Film des Jahres. Ja, zu Recht. Letztes Jahr kam der doch, ne? 2011. Nee, ich habe den erst 2012 in Rotterdam gesehen. So, ich habe den letztes Jahr auch schon gesehen. Aber es ist wirklich ein guter Film. Ja, und dann ein anderer Indie-Titel, der dieses Jahr rausgekommen ist, der auch sehr interessant ist, neben Journey, ist der Unfinished Swan. Ja, klang aber auch nur auf dem Papier interessant. Ja, also ist eins von den Projekten, was ich immer sehr cool finde an Sony, ist, dass sie halt neben den großen Super-Blockbustern wie Killzone dann aber auch so kleinere Projekte fördern. Und da sind ja halt solche Spiele wie gesagt, die ganzen Game Company-Klamotten und so und Papa und Jo. Und der Unfinished Swan ist auch ein Projekt, wo die darauf aufmerksam geworden sind, als sie meinen Prototyp von einem Studenten gesehen haben. Und dann haben die gesagt, hey, das ist eine coole Idee. Und das würden wir ganz gerne fördern. Und Unfinished Swan ist ja ein Spiel, wo du mit Farbe um dich schmeißt. Ja, das Trailer-Video hat, glaube ich, inzwischen jeder gesehen. Du hast einen komplett weißen Bildschirm und drückst einen Knopf und dann fliegt eine schwarze Farbkugel. Und Ja. wenn die auf dem Boden landet, zersplättet sie so typisch wie halt eine Farbkugel. Man wirft ja immer Farbkugeln durch die Gegend, kann man sich ja gut vorstellen. Wie so eine Gotcha-Patrone, halt so, pff, ist dann ein schwarzer Fleck. So, und dann wirfst du noch eine und auf einmal siehst du, oh, da ist ja eine Kontur. Und dann siehst du, da ist eine harte Kante. Und dadurch erforschst du quasi den gesamten Raum durch das Schießen von Farbkugeln. Und dann baut sich der Level vor deinem inneren Auge sozusagen erst auf, indem du die Konturen zu 3D-Objekten zusammenformst quasi durch deine Imagination und dann dadurch kannst du dich erst im Raum orientieren. Ja. Dieses Video hat mich so dermaßen fasziniert und ich habe mich sehr darauf gefreut, wie macht die Firma daraus ein Spiel? That Game Company. Wie macht das? Und Sony hat das Potenzial darin auch erkannt, hat mich sehr gefreut. Und es ist auch ein nettes Indie-Spielchen geworden, aber so diese eigentliche, das große Versprechen, was dieses Video, wie sagt man da jetzt, was das Video Gegeben hat. vermuten ließ, ist nicht daraus geworden, fand ich. Ja, das Ding ist, also Konnte nicht gehalten werden. bei Unfinished Swan war bei mir das Erlebnis so die erste halbe Stunde des Spiels, so das erste Kapitel, wenn man möchte, war für mich das beeindruckendste Anfang, den ich dieses Jahr gespielt habe. Das hat mich wirklich total geflasht. Du bist dann wirklich in diesem weißen Raum und ich dachte am Anfang, ist das Spiel abgestürzt. Und drückt dann eine Taste und mehr so aus Versehen fliegt dann dieser Farplex irgendwo gegen und dann diese, also wie du dich vortastest, ja quasi blind, wie du dich Stück für Stück vortastest und dir deinen Weg mit der Farbe ebnest und dann so nach und nach diese Kontur, das ist einfach ein wunderschönes Erlebnis. Und trotzdem ist dieses Spiel, obwohl es die beste erste halbe Stunde ist, die ich dieses Jahr gespielt habe, das ist die größte Enttäuschung, weil dieser Mittelteil, es besteht aus 4 Kapiteln und dieser Mittelteil ist scheiße langweilig. Also der ist Völlig. total belanglos und
Also nicht so, dass du es nicht spielen kannst und auch nicht so, dass du aufhören möchtest, aber er ist halt, weißt du, das erste Kapitel ist toll und das letzte Kapitel ist toll, weil das letzte rundet das ab, gibt der Geschichte eine Form, das hat irgendwie auch noch Spannungsmomente und so weiter und viele Aha-Momente, aber die Sachen, also die beiden Kapitel dazwischen, die dümpeln ziemlich stark. Ja. Und das Spiel macht den, also in Anführungsstrichen, den Fehler, dass es pro Kapitel eine andere Idee präsentiert, aber diese Kapitel nicht entsprechend lang sind. Und so hast du so ein bisschen das Gefühl, als würdest du so eine Technik-Demo spielen, die wie so ein Flickwerk irgendwie ist. Also hatte für mich im Gegensatz zu Journey zum Beispiel, wo ja wirklich alles aus einem Guss kommt, nicht so wirklich so einen zusammenhängenden Charakter. Für mich hatte der Unfinished Sworn am Endeffekt, als ich es dann durch hatte, so, okay, also da sind genügend Potenziale drin, um solche Spiele wie Portal 2 entstehen zu lassen. Ja, so wie Nebalnapmoskulu, da für Portal 2 Navakula ist. Drop. Genau. Und das hoffe ich so ein bisschen, dass der Unfinished Sworn quasi so der Ursprung wird von einem Spiel, was uns dann halt mal erwarten wird, die nächsten Jahre. Aber so insgesamt als Spiel ist der Unfinished Sworn leider titelgebend Self-Fulfillment geworden. Ja. Übrigens sehr cool, dass das Sony hat dieses Jahr wirklich sehr viele solcher kleineren Indie-Titel rausgebracht im PSN. Da war ja auch Datura und so noch mit dabei. Das fand ich sehr schön. Mir alles sehr gut gefallen. Ein Also Lob an ich. Sony. Ja, wirklich, das finde ich wirklich cool. Also, das sind ja auch oft immer so Sachen, da wo du dir ziemlich sicher sein kannst, dass die nicht erfolgreich werden, wie Datura. Und trotzdem wird es aber gemacht irgendwo, um halt die Spielebibliothek auch so ein bisschen aufzulockern. Und da kannst du, ich finde das total super. Also, die haben echt diese Mega-AAA-Sachen. Killzone ist ja der absolute Mainstream-Super-Shooter mit ultra krasser Grafik. Und dann hast du dann trotzdem immer noch so Sachen von Vitatura dazwischen, die ja noch kleiner als Dead Game Company sind, also die ja noch nicht mal klassische Orchestermusik haben von irgendeiner Demo-Gruppe. Und beides unter diesem großen Banner finde ich total gut. Also mir gefällt diese Abwechslung, diese Bibliothek. Großes Lob. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Need for Speed Most Wanted war so ein Spiel, was wir Manu auf der Gamescom zusammen die Präsentation gesehen haben. Und ich so, ah ja, ist halt, das ist ein Autorennspiel. So, und damit Aber war es ist für ja mich alles kein erklärt. Autorennspiel. Und du saßt aber neben mir und ich hatte fast Angst, da passiert gleich was vor Erregung, weil dich dieses Spiel so begeistert hat. Ja, ich hatte einen Instant Boner, weil es ist nicht einfach nur ein Autorennspiel, aber der Boner lag. Ich weiß nicht, ob es an dir lag oder an Need for Speed oder die Mischung aus Ja, beiden. das wollte ich eben nicht so genau wissen und habe nur gehofft, dass die Präsentation bald zu Ende ist. Sag mal, ist das ein Zelt in deiner Hose oder bist du nur? Nein, ich bin ein riesen Arcade-Racing-Freund und Fan und Criterion halt liebe ich sowieso. Also Burnout, da hasst du mich sofort. Und ich war sehr glücklich, als Criterion dann eben von EA so ein bisschen aufgekauft wurde und die in den Auftrag bekommen haben, macht mal was Tolles aus der Need for Speed-Serie. Beim ersten waren ja schon so Burnout-Anleihen da und Need for Speed Most Wanted ist jetzt halt wirklich einerseits ein Most Wanted Relaunch, aber vielmehr ist es ein Burnout Paradise im Need for Speed-Kostüm. Und das ist gleichzeitig Segen und Fluch. Also mir hat es trotzdem sehr viel Spaß gemacht, weil Burnout funktioniert bei mir immer. Aber im Vergleich zum Burnout Paradise, eigentlich ist es das gleiche Spiel, nur mit Originallizenzen. Und manche Sachen sind halt nicht mehr dabei, die bei Burnout Paradise dabei waren. Manche Sachen sind neu, manche Sachen sind besser, manche Sachen sind schlechter. Wir haben auch eine sehr lange Folgediskussion darüber gebracht, was denn jetzt besser funktioniert. Im Endeffekt ist es eigentlich Geschmackssache. Oh, die ist super, die Folge, weil du alles toll findest an dem Spiel und dein Der Robin alles Interviewpartner. scheiße findet, Ja, genau. also und auch alles, was du immer als Pro-Argument bringst, eigentlich relativ nachvollziehbar irgendwie entkräftigt. Und dann denkt man sich, ja, stimmt, hat er nicht ganz Unrecht. Und dann sagst du, ja, aber wenn man das und das wieder bedenkt und man ist völlig hin und her gerissen in diesem Podcast, weil es wirklich ein interessantes Gespräch ist zwischen jemand, der das Spiel überhaupt nicht mag und jemand, der da total begeistert davon ist. Ja, und beide sind nämlich Burnout-Fans und das fand ich das Interessante daran. Der Robin hat es ja auch komplett durchgespielt und hat alle Autos freigeschaltet, weil es ihm ja trotzdem noch genug Spaß macht als Burnout-Fan und er jammert quasi auf einem hohen Niveau, dass es eben nicht ganz Burnout ist oder dass es nicht mehr, viel mehr bietet als das alte Burnout und fand ich auch sehr interessant. Wenn man Burnout mag, kann man blind zugreifen, aber eben mit der Gefahr, dass man viele Sachen nicht so gut findet. Aber ansonsten ist es solide genug, um auch einfach so ein schönes Arcade-Racing zu sein. Aber ja.
Ja, also ich fand es auch gut, wollte ich nur mal kurz schnell einwerfen. Ich fand, was dem Spiel in Konkurrenz stand, war dummerweise, also dummerweise in Anführungsstrichen, dass Forza Horizon fast gleichzeitig rauskam und so ein, auch ein Open-World-Rennspiel-Konzept hatte, was da aber wesentlich besser aufging, meiner Meinung nach, und auch so von der Atmosphäre sinniger umgesetzt war, weil das halt bei Forza wirklich diese Festival-Atmosphäre ist und das machte irgendwie Sinn, dass man da auch so durch die Gegend fährt und Garagenfunde hat und so, das war besser eingebettet. Aber NFS, also ich finde, ich mag die Serie, ich mochte sie schon seit den Anfängen auf dem 3DO mit dem ersten Teil. Ich Hipster. finde, wirklich, also ich weiß, es wird immer gemeckert, EA und NFS und jedes Jahr ein neuer Teil. Ich finde die Reihe gut, weil sie mit jedem Teil auch immer wieder was anderes ausprobieren. Ich kenne keine Rennspielreihe, die so oft zwischen den verschiedenen Stile hat und immer wechselt. Und klar gibt es immer so Trends. Die Underground-Phase war relativ groß und jetzt auch diese Most Wanted-Sachen kommen halt immer wieder. Aber es gibt halt auch Sachen wie Pro Street und The Run und viele andere Kleinigkeiten, die Jahre davor irgendwie raus waren. Manchmal spezialisieren sie sich ja auch auf Marken wie Porsche. Und ich finde das auch cool. Aber ich muss wirklich, also so viel Spaß das auch macht, aber also ich finde, in jedem Aspekt ist Burnout Paradise besser. Es ist immer noch ein cooles Game. Es hat nämlich, wie gesagt, diesen Need for Speed Flair, den ich gut finde. Ich finde das super, dass es aussieht wie Michael Bay-Film. Diesen ganzen, ja, es ist ja wirklich, dass du diese total übertriebenen Lichteffekte hast. Ich finde das total geil. Das macht optisch schon eine Menge Spaß. Es Ich ist nur finde die so, dass. Straßen irgendwie immer, die glänzen mir zu viel. Cool. Da ist halt nass. Ist halt Also, nass. ja, aber wieso ist da immer nass? Das ist so typisch Michael Bay. Ja. So strahlender Sonnenschein irgendwo in LA, aber wir lassen vorher noch mal 50 Tonnen Wasser über die Straße laufen, damit es auch schön in lila Neonfarben Ja, glänzt. genau. Nur der Weißt du? Optik Ja. wegen. Genau, ja, es macht natürlich nur Sinn. Das ist halt bei Need for Ja, Speed, also also es macht halt, also richtig, richtig nachvollziehbar ist die Welt ja auch nicht. Es ist halt alles nur Style. Es ist ein Spiel, das sieht aus wie ein Werbeclip. Aber das finde ich okay bei Need for Speed, weil es geht um Autos, es geht um Hochglanz. Das ist eine Fantasiewelt, eine Fantasiestadt, finde ich voll okay. Aber ich finde halt, Burnout Paradise hat irgendwie, weiß nicht. Also ich hatte eher den Eindruck, dass Criterion da bei einigen Aspekten zurückstecken musste, um halt irgendwie in diese Need for Speed-Marke noch reinzupassen. Auch so was das Crash-Verhalten und so angeht und so. Und deswegen finde ich, also es ist immer noch ein super Spiel, macht irre Spaß, aber ich fand, Paradise hat mich da wesentlich mehr überzeugt. Ja, beides. Ja. Sind beides trotzdem schöne Spiele. Also wenn man Paradise durchgespielt und das mochte, kann man es natürlich blind kaufen, weil Criterion haben die je ein schlechtes Spiel gemacht. Außer das iPad Burnout. Burnout Crash, ja, war ja Ja, trotzdem. das war ja scheiße. Aber ansonsten. So. Nicht vergessen, dass nur ein Titel von beiden den Bomben-Soundtrack hat. Eurodance. Nee, natürlich. Natürlich das Microsoft-Produkt. Ja, das hat doch Ganze Pro. Eurodance, oder? Hat das nicht diese ganzen Ums-Ums? Nee, die sind ja. Das ist doch eher so. Ach, das ist doch so eine Mischung. Ja. Also ist ja nicht nur so ums, sondern es ist so. Bei Forza hatte ich das Gefühl, du kannst problemlos das Spiel einlegen, drehst den Fernseher um und machst 90 Minuten hier im Club, heute freier Eintritt, Ladies und Herren und so. Naja, vielleicht ist es nur mein perverser Vorstellungseindruck. Also ich habe Forza Horizon nicht gespielt, deswegen. Oh, also die Musik ist sehr gut auf dieses Festival ausgewählt. Also Forza Horizon war mir zu sexistisch. Stehst du wohl nicht auf weibliche Autoformen? Okay, das ist ein Fass, das sollten wir hier nicht aufmachen. Das Sexismus in Forza Horizon. Tauchen denn doch in Need for Speed, ich kann mich gar nicht erinnern, tauchen da auch irgendwie Menschen auf? Ja, ne? Da gibt's doch Rivalen und alles. Ja, aber nur, die sitzen nur in Autos, die sieht man nicht. Also es ist kein. So, Das sind die ja. ganz Perversen. Sind meine Ich weiß nicht, Porträts, wie sind ein das Auto nur Männer fährt. oder so oder sind da auch Frauen dabei? Keine Ahnung. So, Resident Evil 6, da sind Männer und Frauen dabei. Ja, da gibt es die Diskussion, kann man da also nicht vom Zaum brechen, weil es immer meistens die Paare. Resident Evil 6, wer hat's gespielt? Nope. Nope. Niemand? Oh, Ja, okay, ich da habe doch muss ich. damals mit dir den Podcast darüber auch gemacht. Ja. Und da habt ihr euch ja beide so drüber ausgelassen. Also der Michael Obermeier von war da Ja. noch mit dabei und deswegen war das auch so ein Grund für mich, dass ich dann gesagt habe, ach, wenn die das schon so scheiße finden, dann brauche ich das gar nicht. Ja, okay, So dann ging es mir so. auch. Ich habe so viel Schlechtes drüber gelesen, dass ich dachte, oh ja, kann ich mir mal aufheben für irgendwann. Ich finde das gar nicht schlecht. Habe ich gesagt, dass ich das schlecht finde?
Kann mich gar nicht rein. Egal. Also auf jeden Fall, also Resident Evil 6 ist dieses Jahr ganz stark diskutiert worden, also gerade von den vielen Resident Evil Fans, die waren sehr enttäuscht, dass es eigentlich ein Shooter geworden ist mit viel verschiedenen Szenarien und das hat eine große Diskussion ausgelöst. Ich persönlich finde Resident Evil 6 eigentlich ganz okay. Ich finde, ist kein Spiel, das man irgendwie am Stück spielen kann, weil man ist sonst 40 Stunden damit beschäftigt, sich nur durch die Gegend zu ballern und sich durch Schlauchlevel zu bewegen. Aber ich sehe, ich bin jetzt nicht so ein großer Resident Evil Fan und bin da jetzt nicht so ein Purist. Also ich finde die Reihe eigentlich eher bescheuert, bis auf das GameCube Remake, weil das war tatsächlich mal gruselig. Ansonsten finde ich halt, ist es irgendwie so ein Trash-B-Movie-Ding und ich habe nie so wirklich verstanden, warum das jetzt so zum Meister des Survival-Horror irgendwie anerkannt wurde, weil ich das einfach irgendwie, also die Geschichten machen keinen Sinn und es ist halt irgendwie alles total B-Movie-mäßig gemacht und was mich wundert, ist, dass dieser große Protest kommt. Denn seit dem dritten Teil von Resident Evil, seit Nemesis, ist diese Richtung, daraus einen Horror-Action-Film zu machen, eigentlich schon klar vorgegeben. Also im dritten Teil hast du halt wirklich Jill Valentine gehabt, die Protagonistin aus dem ersten Spiel, eine von beiden. Es gibt ja, gab ja auch den Chris. Und sie trägt da irgendwie Mini-Rock und so ein kurzes Skirt und läuft da mit einem riesen Maschinengewehr durch die Gegend und kämpft gegen so einen großen Nemesis, so einen Typen im Nazimantel, der dicke, fette Stiefel hat und alles zerstampft. Das ist bescheuert. Aber Resident Evil-Fans sagen dann immer wieder: Nein, das ist Survival-Horror! Was denn immer so? Und das geht halt immer weiter. Also es gibt immer so Indizien. Also dann spielst du Code Veronica und dann fliegen da Matrix-Moves durch die Gegend mit Slow-Mos und du spielst dann Resident Evil 4, wo riesige Statuen auf dich zulaufen und es wird dann immer so ein bisschen totgeschwiegen. Und jetzt ist Resident Evil 6 eigentlich mal an dem Punkt angelangt, wo es ein richtiges Actionspiel ist, wo konsequent auf Action gesetzt wird. Auf einmal finden es alle doof. Aber gab es nicht auch Kritik an dieser Mission, die aussieht in den ganzen Brauntönen wie halt so ein Call of Duty-Shooter? Da habe ich eine witzige Anekdote. Als ich auf der Gamescom war, da war ich dann mit dem Kollisionsabfrage-Team bei Capcom und dann sagte der Toto zu mir: Ey, sag mal, das eine ist ja Resident Evil, ne? Aber auf dem anderen Bildschirm da, dieses Graue, hat irgendwie Capcom da ein neues Kriegsspiel angekündigt? Und ich so: Nee, nee, das ist auch Resident Evil. Und dann ist ihm erstmal alles aus dem Gesicht gefallen, weil. Also jemand, der es nicht weiß, also er kannte sich mit der Reihe gar nicht aus irgendwie, der würde jetzt wirklich denken, das wäre ein Kriegsspiel gewesen. Und das ist tatsächlich eine komplette Kampagne, spielt irgendwie im Osten, in Europa und sieht halt wirklich aus wie ein Call of Duty-Klon. Und das muss man nicht mögen, das war auch eine Kampagne, die ich nicht mochte, aber das Spiel hat halt, wie gesagt, vier unterschiedliche Kampagnen, zwei Stück davon sind sehr Resident Den Evil-mäßig. Ansatz finde ich ja ganz cool mit den unterschiedlichen Kampagnen, ja. Und da gibt es zwei in der Mitte, die haben mir nicht so gut gefallen, weil die sind wirklich so ein bisschen kriegsspielmäßig. Und das ist, also mal, sie haben es halt versucht, mit diesem Spiel allen irgendwie recht zu machen, für jeden ist was dabei. Und das wurde ja auch komischerweise als Kritik ausgelegt. Ne? Jede Kampagne ist ungefähr 8 bis 10 Stunden lang. Also für sich genommen, in manchen Maßstäben schon ein eigenes Spiel. Und irgendwie hat man dann daraus total den Strick gedreht. So, ja, die Hälfte des Spiels ist ja total kacke. Aber wo kriegt man heutzutage 40 Stunden? 40 Stunden Solo-Spieler-Kampagne, dass du dann auch noch wahlweise im Koop spielen kannst. Naja, selbst wenn dir eine oder zwei Kampagnen nicht gefallen, hast du immer noch genügend für dein Ja, Geld. Ja. eben. Also, Capcom hat eingesehen, dass man konnte die vierte Kampagne nur also in der Ursprungsversion nur starten, wenn man alle drei gespielt hat. Aber dann haben Capcom dann irgendwie nach ein paar Feedbacks von Fans dann eingesehen, dass man die jetzt auch freischalten sollte von Anfang weg. Weil dann dieses Konzept dann auch tatsächlich aufgeht, dass man sich das irgendwie aussuchen kann. Und insofern, also ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist kein perfektes Spiel, es hat viele Fehler. Technische, hier und da gibt es so ein paar kleine Hiccups, aber es ist nicht so schlimm, wie von der Presse irgendwie immer gerne dargestellt, finde ich. Also da wird ja wirklich ein Riesendrama drum gemacht, so ja, Resident Evil hat seine Identität verloren und also sich kaputt und so, aber weißt du, die ganze Geschichte, die ganze Spielgeschichte geht halt wirklich in diese Richtung. Das ist jetzt seit Jahren eigentlich mal ein konsequentes Resident Evil, was sagt, ich bin Actionspiel. Und ne? Apropos kurze Kampagne, Rudolf, da können wir zu dir überleiten. Dein Spiel des Jahres, vermute ich mal, ist Halo 4. Ja, Solo war es ja Mass Effect 3 und Multiplayer war es Borderlands 2. Aber Halo 4 hat deswegen einen sehr warmen Platz in meinem Herzen, weil ja, obwohl man natürlich seitens Publisher
oder seitens Microsoft aufpassen musste, wem man da das Erbe schlechthin übergibt, nicht ausschließen konnte, dass es schief geht, ja. Aber was jetzt eben 343 da abgeliefert hat, ist für mich das beste Halo, das es je 343. gab. Ja, das stimmt. 343 Industries, wobei man auch sagen muss, dass da natürlich auch die schon immer auch mit beteiligt waren. Also es war jetzt nicht Bungie alleine, die Halo gemacht haben, sondern die 343 Industries gab es ja da auch schon in der Form, Ja. oder? Wir haben jetzt hier ein Halo, das nicht nur in den Zwischensequenzen Oh ja. so gut aussieht wie meiner Meinung nach kein anderer Titel auf der Xbox, sondern haben auch eine Kampagne, die, obwohl natürlich ein paar versprengte Hardcore-Halo-Jungs und Mädels jetzt schreien, dass man nicht mehr auf 50 Zilliarden Kilometer weiten weißen Eisplatten sich Shootouts liefern kann, sondern das wurde ja schrecklich verschlaucht, wie sie sagen. Ich sage, es tut dem Spiel ganz gut. Und man jammert über die Call of Duty-isierung des Multiplayers, weil es da halt jetzt immer mehr Perks und so Zeug auch gibt. Die heißen da nur anders. Aber auch da finde ich es falsch. Es macht nach wie vor mir als Battlefield-Hasser bei Halo Spaß, in Fahrzeuge zu steigen. Also können die nicht viel falsch gemacht haben. Und ich muss wirklich sagen, als Gesamtpaket, trotz, ja, mein Gott, kürzere Kampagne, aber wenn man das zusammen Koop spielt und dann auch die Spartan Ops mit ein paar Leuten zusammenspielt, trotzdem eines der stimmigsten Gesamt-Action-Pakete des Jahres. Oh, Gesamtpaket ist ein schwieriges Wort dieses Jahr. Nein, ging mir auch so. Es war sehr rund. Ich bin kein großer, ausgemachter Halo-Fanboy. Aber wenn dann Halo da ist, habe ich immer sehr viel Spaß damit. Und die Kampagne ist schön zum Spielen, aber es ist sehr, die ist sehr belanglos, finde ich, was da erzählt wird. Ach so, ja, das ist doch, also, wie können Sie das nur sagen? Das, also, was da an Liebesgeschichte zwischen Chief und AI abläuft, das ist für die Halo-Serie das bestgeschriebteste, was sie jemals Aber das ist abgeliefert ja nicht schwer. hat. Also Ja, aber hallo. wir sagen immer Düdel-Düdel-Didei, aber hier zum ersten Mal mega Gefühl. Außerdem ist die Synchro das erste Mal auch akzeptabel, dass es nicht, selbst wenn es gut geskriptet wäre und die alten Stimmen wären, dann wäre das ganz fürchterlich, weil Halo 3 klang ja so, als ob man seitens bei der Tonaufnahme gesagt hätte: Jetzt ist Mittagspause, jetzt geht der Praktikant mal raus und holt sich jemand von der Straße, der spricht den Master Chief dann. Ja. Und das erste Mal klingt es nicht ganz so nach: mich rollen die Zehennägel sich auf. Man kann sich schon antun auf Deutsch, aber trotzdem finde ich gerade sie funktioniert auf Deutsch gar nicht. Aber Die man muss redet es auch wieder auf wie Deutsch so. spielen, oder? Weil die Ja, leider. Sprachausgabe wieder nicht dabei ist, die englische, ne? Ja. Obwohl es von Deutsch Multiplayer muss spielt. man noch dazu sagen, ist dieser schöne Firefight-Modus, also der Horde-Modus von Halo, ist nicht mehr dabei. Den Dafür fand ich gibt's. scheiße. Scheiße war der. Ja, es war halt, insofern war er nicht sehr unique, weil er halt eben nur der Horde-Modus war, aber Ja, ich finde, eben zu nicht. viert so Ja, eine eben Basis nicht. zu Sehe ich verteidigen doch. macht trotzdem War Spaß. eben. Hallo, Sie, hallo. Ja. Halo, nicht Hallo. Weil die dauern, wenn du verreckt bist, von vorne starten musstest. Du konntest nicht auf der Wave so und so einsteigen. Ja, Das das ist doch ein war ja. Skandal. Warum schreibt darüber niemand? Auf jeden Fall ist er komplett rausgeflogen und wurde jetzt durch diesen, wie heißt der Modus, ersetzt? Bushi. Was? Was? Wie heißt denn jetzt diese Season Pass Oh Staffel Gott. gewöhnt? Wie heißt denn der? Sag doch mal einer was. Ich weiß es nicht. Ich habe mir Halo erst vor 2 Tagen Spartan. gekauft. Spartan Ops. Ach ja, Jetzt. genau. Ja. Das ist diese DLC-Geschichte, die halt nach und nach kommt, ne? Wo die erste Season auch durch ist. Der bitte verkauft mich nicht im nach der kurzen Kampagne-Modus. Ja, also Halo, Quatsch, Halo. Microsoft bringt jetzt alle paar Wochen eine neue Staffel quasi raus, soll wie so eine Serie funktionieren. Und da gibt es dann immer 5 Episoden, wenn ich mich richtig erinnere. Und eine Episode ist dann quasi eine Karte, wo du mit 4 Leuten zusammen als Spartans, eben nicht als Master Chiefs, diese Missionsziele erreichst. Und dazwischen gibt es immer sehr schöne, oder am Anfang und am Ende gibt es, glaube ich, dann immer als Belohnung eine Zwischensequenz in der gewohnt hohen, brillanten Qualität. Ist denn der Koop auch genauso geil wie bei den vorherigen Teilen? Weil das ist ja wirklich immer ein Grund für mich gewesen, Halo zu spielen. Ich Ich habe schon. den, weil ich habe ich hab den dritten zum Beispiel Koop gespielt, ausschließlich, also die komplette Kampagne durch. Und ich finde, diese Szenen, wo du dann wirklich auf einem Buggy sitzt und da irgendwie Schlachtfelder stürmst, ist ein großes Kino.
Ja, das war ja immer schon der, also ich glaube, du konntest die Kampagne von Halo 3 ja auch schon, lass mich jetzt nicht lügen, zu viert spielen, oder? Ja, habe ich auch Sogar. komplett Und das durchgemacht jetzt. war, glaube ich, zu einem Zeitpunkt, als es sehr, sehr, sehr wenige andere Spiele gab, die überhaupt anboten, die komplette Kampagne Koop zu spielen. Und wenn Koop, dann meistens nur zu zweit. Also das war, finde ich, schon ein sogenannter USP. Ist auch für mich immer der Grund, Halo dann zu kaufen, für Vier-Player-Koop-Kampagne. Das finde ich immer unterstützenswert. Okay, weiter. Okay. Cod Blobs 2. Na, hallo. Ja. Ja, alle Jahre wieder, Call of Duty. Brauchen wir nichts zu sagen. Wenn Kritiker das Maul aufmachen und sagen, es ist immer das Gleiche, bei das Gleiche bin ich schon bei 180 Stunden Multiplayer. Ja, also ich muss sagen, ich habe die letzten Call of Duties nicht gespielt seit Modern Warfare 2. Also ich habe jetzt Black Ops 1 nicht mitgekriegt und Modern Warfare 3 und ich habe World at War auch nicht gespielt. Ist ja eh alles Gleiche. Ja, Moment. Und dann habe ich jetzt aber doch die ersten 2, 3 Stunden bisher von Call of Duty Black Ops 2 gespielt und ich bin überrascht. Ich bin überrascht, dass das Ding tatsächlich eine relativ spannende Geschichte erzählt. Da hätte ich so jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Also als ich Modern Warfare 1 gespielt habe, fand ich das Szenario damals ziemlich krass und fand das erste Spiel auch gut. Den zweiten, der hat mir nicht so gut gefallen. Und deswegen habe ich dann eine Pause gemacht. Und jetzt wahrscheinlich aufgrund ich habe jetzt wie gesagt, keinen Vergleich zu den anderen Call of Duties und ob da irgendwie dieser Ermüdungseffekt, von dem alle sprechen, irgendwie einsetzt. Ich finde jetzt aber das durchaus angenehm zu spielen. Also das fluppt richtig vom Gameplay, das spielt sich richtig gut, sehr flüssig, sehr, sehr, es gibt sehr, sehr spannende Shootouts und auch wenn die KI-Gegner ziemlich blöd sind, aber die Geschichte wird eigentlich ziemlich gut erzählt. Das hat mich total überrascht. Also es sind nicht diese, was ich bei Call of Duty Modern Warfare 2 und 1 immer so bemängelt habe, diese Mission Screens, wo du irgendwie so irgendwelche Animationen siehst und dann murmelt irgendein Typ im Hintergrund so, ich werde diese alle vernichten und Rache. Sondern nein, es werden richtig Charaktere vorgestellt, die auch eine Vergangenheit haben und es werden so nach und nach irgendwelche Motivationsgründe für ihre jeweiligen Positionen heraus destilliert. Also du findest halt wirklich nach und nach heraus, warum der Bösewicht böse ist, warum er das macht und du findest auch heraus, warum es in der Heldengruppe, das ist ja eine Heldengruppe, irgendwie die Leute besondere Rachegelüste haben oder was sie so antreibt und das hat mich doch schon ein bisschen überrascht. Ist natürlich trotzdem ziemlich hanebüchen alles, aber es ist gut inszeniert. Ja, und es ist ja auch interessant, dass das Treyarch, also das wird ja mal abwechselnd produziert von Infinity Ward und Treyarch. Und Treyarch galt ja immer so als die, ja, die es halt nicht so richtig hinkriegen, so, die es immer ganz ordentlich machen, aber das dann doch nicht 100% schaffen. Und es ist ganz interessant, dass die jetzt auf einmal so das bessere Call of Duty abgeliefert haben. Auch storytechnisch, also das wo, eigentlich, wo man sagt, da ist ja Call of Duty nie für bekannt gewesen, dass es eine tolle Geschichte erzählt. Und die ist jetzt ausnahmsweise mal wirklich ganz passabel und weiten über dem, was man eben, wie du sagst, von den komischen Mission Screens und komischen Funksequenzen, wo man dann irgendwie mitten im Kugelhagel kommt irgendeine Funksequenz, die dir irgendwas erklärt in Modern Warfare 2, glaube ich, war es noch, wo dann einfach so mitten im Kampf wechseln dann die Seiten, weil dann irgendwie, da meldet sich der Bösewicht einfach bei dir und sagt, ach ja, ich habe irgendwie festgestellt, wir sind alle verraten worden, deswegen wir kämpfen jetzt zusammen und ah, okay. Und der große Twist, den kriegst du gar nicht mit, weil parallel um dich herum alles explodiert und Ja, was ich halt zum Beispiel bei Medal of Honor, da haben Rudolf und ich ja auch noch einen Podcast drüber gemacht, da sind die Leute alle so seltsam gesichtslos. Weißt du, also das nicht nur daran liegt, dass die irgendwie 1000 Masken aufhaben und so, sondern man hat einfach den Eindruck, man spielt mit austauschbaren Leuten. Das war bei Modern Warfare 2 und 1 ganz stark, bei 1 sicherlich bewusst gemacht, aufgrund der Struktur, weil man ja verschiedene Soldaten spielt. Bei 2 war das einfach nur furchtbar. Weil ich kann mich nur noch an so ein, zwei Namen erinnern, so McTavish oder so, und das sind einfach Leute, die irgendeinen Scheiß ins Mikro murmeln. Und das sollen dann die Drahtzieher für irgendwelche weltweiten Kriegsoperationen sein. Ich fand das lachhaft. Und
Jetzt hier bei Koblops, das fängt ja an, dass du da irgendwie jemanden im Altenheim besuchst. Das ist, scheint wohl, also ich habe den ersten Teil, wie gesagt, nicht gespielt, aber ich glaube, das ist einer, der im ersten Teil die Hauptrolle gespielt hat und hier jetzt ein alter Mann ist. Und der sitzt da und wird interviewt und packt dann halt so ein bisschen aus. Und das ist eigentlich ein altes Arschloch, der super unsympathisch ist, aber der einfach das Know-how hat und da sitzt total selbstgefällig mit einer Zigarre raucht. Und so von seinen Kriegstaten erzählt. Und aber das ist viel interessanter, weil du hast direkt irgendwie Personen, denen du das irgendwie zuordnen kannst. Und das hätte ich jetzt von einem Call of Duty so gar nicht erwartet. Ja, aber es war ja beim ersten Black Ops war das ja auch schon so, dass er da im Prinzip in so einem Verhörraum sitzt und es ist natürlich ein sehr abgeschmacktes und ja, nicht abgehalftertes, sondern so ein sehr oft angewandtes Prinzip. Das hast du ja in total vielen Filmen auch, dass das irgendwie mit einem Rückblick beginnt und du dann sagst, ja, du siehst den als alten Menschen, wie er dann rückblickend sein Leben erzählt. Das ist eine sehr bekannte Mechanik, aber die funktioniert natürlich auch immer wieder. Aber ist es trotzdem so Patriotismus verseucht oder tropft vor Patriotismus, dass es geblieben, oder? Oder ist jetzt nicht selbstkritisch dadurch geworden? Nee, überhaupt nicht. Ist schon noch immer ein Call of Duty und ist schon noch immer relativ klar. Man kann wohl ein bisschen besser verstehen, wer der Bösewicht ist und warum der auch böse ist. Also der ist jetzt nicht einfach nur aus sich selbst heraus böse, wie das in den vorgängigen Teilen war, sondern der hat schon ein bisschen nachvollziehbare Beweggründe, aber trotzdem bleibt es immer noch ein Gewalt und Krieg und alle totschießen ist die Lösung und wenn die USA Bomben werfen, dann hat das schon einen guten Grund. Und über den Rudi, Realtime-Strategy-Ausflug schweigen wir lieber. oh ja, da wollte ich gerade mal fragen, Rudi, wie fandst du das denn? Boah, ey, es gab für mich, ey, so, ey, als ob man mir versucht, den Enddarm rauszuziehen und den an den Tisch festzuklammern. Ohne Narkose. Ohne Narkose. Ey, sowas künstlich aufgepfropptes, völlig sinnfreies. Zum Glück heißt ja dann, wenn man die erste Mission, die man ja machen muss, dann kannst du ja auf dem Strang auch noch weitermachen, wenn du willst. Es hat zwar Konsequenzen, wenn du das nicht machst und ignorierst und sagst, du hast nur noch zwei Züge und nur noch einen Zug, praktisch ein Szenario, ein Level Zeit, um auch an dieser Realtime-Strategy-Front weiterzumachen. Dann heißt es halt plötzlich, irgendwo sind Länder gefallen oder es ist eine zweite Front aufgemacht worden oder was auch immer. Wenn du die halt sozusagen links liegen lässt und ignorierst, aber du musst diese erste Mission machen und ich möchte echt nicht wissen, wie viel 9,999 von 10 Spielern auf der Welt einfach in dieser Strategy-Mission trotzdem in der First-Person-Perspektive geblieben sind und wie wild einfach zu den drei Standorten hin und her gelaufen sind und trotzdem einfach so geschossen haben, weil das halte ich für völlig out of the context. Und funktioniert auch nicht, oder wie? Doch, ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die das gemacht haben und davon auch eine Ahnung haben, die sonst diese Titel spielen. Ich spiele sie sonst übrigens nicht. Hört man vielleicht raus. Und die sagen, es sei im Grunde, die Mechaniken wurden eins zu eins exzellent kopiert und so könnte man das schon machen, aber Okay. ich glaube, man hat ein paar Leute einfach vor den Kopf gestoßen damit. Und das ist nicht das, was vielleicht so ein Kalkül, dass man dann damit irgendwie auf der Box hin drauf so einen Haken setzen kann und da bietet völlig neue Wege, revolutioniert das Genre durch Einblendung anderer Genres. Solltest den Job wechseln. Genau. Werbetexter werden. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten und zwar zur Wii U Hardware. Es gab eine neue Konsole dieses Jahr, seit der Genau. erste Heimkonsolen-Launch seit 6 Jahren. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Heimkonsole ist auch so ein schönes Wort, oder? Ja, also halt als Abgrenzungsbegriff zum Handheld-Gerät. Ja. Und Überleitung dadurch, Call of Duty auf der Wii U, hat das jemand gespielt? Ja, ich spiele es momentan auf der Wii U. Hat dieser zweite Screen da irgendeine besondere Bewandtnis? Ja, du kannst im Multiplayer kannst Koop spielen. Du kannst zum Beispiel diesen Zombie-Modus dann zu zweit spielen. Okay, einer auf dem Wii U Gamepad und einer, okay, gut. Genau, und du kannst das ganze Spiel auf das Ding streamen, falls der Fernseher für was anderes verwendet wird, was auch astrein funktioniert, spielt sich auch super top auf diesem Gamepad, war ich Für super überrascht. so ein Bro-Game wie Call of Duty natürlich perfekt, das mit auf die Toilette zu nehmen. Headshots auf der Toilette zu verteilen. Ne? Genau, und also ich habe Artikel gelesen, dass irgendwie die Framerate irgendwie einbricht und ne, das nicht so eine gute Version ist. Mal ganz ehrlich, also mir ist da jetzt überhaupt gar nichts aufgefallen. Ich fand das fluppte, das sah gut aus. Also man merkt schon, Call of Duty, aber auch in Konsolenversionen, dass es halt eine ältere Engine ist und so, aber da haben die noch mal viel rausgeholt mit schönen visuellen Effekten und ich fand, das lief alles total gut. Also für mich persönlich sieht die Version genauso aus wie auf allen anderen Konsolen.
Daniel, erzähl doch mal, wie du den Launch so mitbekommen hast. Also ich habe gemerkt, dass es für mich diesmal gar nicht so diese Vorfreude hatte, wie sonst Launches eigentlich. Ja, für mich auch nicht. Bei mir kam jetzt noch dazu, dass ich von meinem Chef, der hatte gesagt, ja, wenn dann der Launch ist, an einem Freitag war das, dann geh doch mal los in die Stadt, in die Fußgängerzone und so zu bekannten Elektronikläden und sammel mal so ein paar Impressionen vom Launch. Und ja, gesagt, getan. Und dann war ich da früh und es fand kein Launch statt. Also ich war dann bei irgendwie einem lokalen Laden von so einer Spielekette und die hatten vier Wii Us und die waren aber vorbestellt. Das heißt, die standen hinten hinter der Theke und warteten nur auf Abholung. Es gab kein Vorführgerät und nix, und weil das nicht rechtzeitig kam, also wer da nicht wirklich eingeweiht war, der hat überhaupt nicht mitbekommen, dass hier eine neue Konsole launcht. Also ich fand das sehr müde. Klar, man ist natürlich, man war jetzt klar, dass ich jetzt nicht so eine Apple-Hysterie mit hunderten Leuten, die jubelnd vor einem Laden stehen, erwarten durfte, aber so ein bisschen mehr hätte ich mir schon irgendwie erwartet und dafür fand ich das ganz schön müde. Das liegt vielleicht an deinem verschlafenen Kuhkaff. Ja, stimmt, Oh. gerade München ist ja dafür bekannt, dass ja hier irgendwie nichts los ist und die Leute, Aber es in gab Freiburg gab es Mitternacht-Launches. 5.000 Leute auf dem Marktplatz, die zusammen Gangnam Style Wii U getanzt haben, ja. Aber so wie ich es mitbekommen habe, gab es Mitternacht-Launches. Aber gut, das kann natürlich auch immer nur Nintendo-Propaganda sein. Also in Deutschland zumindest nicht. Ja, okay. Nee, also ich habe es auch sehr lasch wahrgenommen. Lag aber gleich auch ein bisschen selbstverschuldet an Nintendo, dass sie auf diesen Präsentationen und den Messeterminen und kein Gamescom-Auftritt und so weiter, so die große Werbewelle ist auch nicht angerollt gefühlt. Und keiner wusste so richtig, was will die Wii U eigentlich? Also ich habe auch Leute in der Straßenbahn gehört, die gesagt haben, oh, ich habe meinem Sohn jetzt die neue Wii gekauft und dann hatten sie halt das alte Gerät in der Hand und solche Sachen. Ich glaube, es sorgte mehr für Verwirrung, so Ja, und was ich hatte dieser auch ganze einen Wii U-Launch. Freund, den habe ich dann gefragt und der hat dann gesagt, ja, Wii U, ich weiß nicht, Handhelds haben mich noch sowieso nie so interessiert. Und das meinte der wirklich ernst. Und Ja. Aber du hast ja auch gerade gesagt, ich hatte einen Freund. Also danach hast du mich verprügelt und vielleicht jetzt einfach totfallen. genau. Aber nee, man muss tatsächlich mal sagen, wenn man sich nicht so damit beschäftigt und die ganze Vorberichterstattung verfolgt hat, dann hat man immer nur gesehen, wie da Leute auf dem Sofa sitzen mit diesem Pad in der Hand. Und wenn man es nicht genau verfolgt hat und dieses Foto dann auch immer sieht, dieses Produktfoto, kann man durchaus zur Meinung kommen, das wäre ein Handheld, weil das halt einfach ein Pad ist mit Controllern an der Seite. Und ich kann das schon durchaus. Im ersten Moment klingt es natürlich total lustig, aber ich kann dieses Missverständnis durchaus nachvollziehen. Und das könnte auch echt ein Problem sein, das Nintendo hat, dass Leute jetzt eben denken, ach, das ist jetzt halt so ein Wii U-Handheld-Gerät. Ja. Ich habe selbst sogar bei spielaffinen Publikum das durchaus gehört, dass sie sagten, jetzt schimpft Nintendo seit Jahren immer über diese Tablet-Scheiße und jetzt bringen sie selber so eine Tablet-Konsole. Also, Ja. das ist schon gar nicht so weit hergeholt. Ja. So, kommen wir mal selber zur Konsole. Wir haben jetzt alle eine, oder? Rudolf, hast du auch eine? Nein, ich habe noch keine. Nein. Ich musste mein Geld in Dritte Weltprojekte stecken. Ich weiß nicht, was ihr alles ausgebt zu Weihnachten, aber so bin ich eben. Die Konsole ist jetzt hier, aber ja, also Nintendo Land macht schon Spaß, wenn man irgendwie drei, vier Leute um sich hat, ist es eine riesen Gaudi. Das kriegt Nintendo ja auch immer wirklich ganz gut hin. Aber Diese, diese. dieses komische Robotervieh, was das Ja, moderiert, das ist ist so nervig. nervig, ey. Ja. Redest Ganz du von ehrlich, mir? Leute, ja, das ganz ehrlich, auch. Leute, ich hasse Nintendo Land. Nintendo Land hat drei gute Multiplayer-Spiele. Also Boah. den Mario Chase, Luigi's Mansion und das dritte mit diesen Früchten sammeln, das ist wirklich unterhaltsam, wenn man zu viert ist. Aber der Rest ist ziemlich, diese ganze Aufmachung von Nintendo Land, die regt mich tierisch auf. Ja. Aber das sind die einzigen drei Spiele bis jetzt, finde ich, bei der man sieht, was für ein Potenzial in diesem getrennten Spielprinzip steckt. Also einer steuert als Game Master sozusagen, als Dungeon Master auf dem Wii U Gamepad und hat andere Informationen wie die, die mit der Wiimote vor der Glotze sitzen. Und das Spielprinzip kommt halt nirgends so klar rüber wie zum Beispiel bei Mario Chase oder eben Luigi's Mansion. Also das Ding bei Nintendo Land ist, es soll ja die Funktion haben wie früher bei der Wii Sports. Ne? Es soll ja so eine Art Demo sein, spielbare Demo für die ganzen Funktionen. Denn als Wii Sports lag ja früher bei jeder Wii irgendwie mit dabei und da hat man dann daran so gecheckt, so aha, man kann Golf spielen und sowas alles. Und das war ja auch eine ganz gute Idee. Und was ich aber an Nintendo Land wirklich extremst furchtbar bin, und ich habe das selten, dass ich
ein Spiel wirklich, wirklich so zu 100% gar nicht mag. Das ist bei Nintendo Land aber eingetreten, weil dieser ganze Stil, es ist süßer Knuddel-Duddel, Vergnügungspark, Gedöns, irgendwie, da kriege ich Karies von. Ja. Das ist, also Monita, diese scheiß Roboterfigur, ist wirklich nur das Sahnehäubchen oben drauf. Die haben es geschafft, einen nervigeren Charakter als Navi zu erfinden. Ja. Und echt so, da hast du wirklich, also das ist ja echt dieses Vergnügungspark, das Prinzip, ne? Und dann haben die da wirklich auch so Franchises wie Metroid genommen, die sich ja eigentlich schon an junge Erwachsene irgendwie richten und daraus dann so eine, ja, wirklich Kinderkacke gemacht. Ich finde, selbst Disneyland Kinect war deutlich angenehmer zu spielen als Nintendo Land. Und das weil was heißen. Boah, ey, und es geht gar nicht. Also ich fand das Spiel wirklich schrecklich. Also es gibt da irgendwie, das gibt auch 2, 3 Minispiele, die cool sind, die auch so als eigenes Spiel funktionieren würden und die jetzt nicht so sehr drunter leiden unter diesem Knuddel-Muddel-Stil. Und, aber ich fand das furchtbar. Also ich hab's nicht lange ausgehalten. Was ich bei Nintendo, was mich immer nervt bei Nintendo, ist dieses, dass sie immer ihre User für absolut dumm halten. Also und wir haben dann die Konsole ausgepackt, haben uns dann erst zusammen hingesetzt, dann dachte ich, oh, Nintendo Land, da machen wir jetzt gleich mal irgendwas Cooles. Aber das hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert, bis wir endlich in diesem Spiel waren, weil wir mussten uns dann dieses ganze Gelaber anhören, so dass sie uns erklären, wie dieser Park funktioniert. Was nicht so schwer zu verstehen ist. So, ja, man läuft da halt rum und geht dann durch das Tor für das Spiel, was man spielen will. Nein, wir mussten uns das anhören. Dann irgendwie so, ja, jetzt musst du hier noch deinen Mii erstellen. So, nein, lass uns doch erstmal spielen. Und also sie halten wirklich. Jede Konsole ist so konzipiert und jedes Spiel von Nintendo, als ob du zum ersten Mal sowas überhaupt in der Hand hast und man muss dir erstmal die Basics beibringen und das nervt halt irgendwie. Gerade wenn du mit 3 Leuten zusammen vorm Fernseher sitzt und eigentlich schnell losspielen willst, weil du sagst, jetzt haben wir Zeit und jetzt wollen wir schnell mal so irgendwie ein lustiges Spiel spielen. Apropos Vergnügungspark, ich muss leider jetzt zu meiner Großmutter. Ich wollte gerade sagen, apropos nerviger Charakter und so weiter, wir wollen Rudolf verabschieden. Ich wollte gerade sagen, das ist die Sorte Spiel, wo man gerne den Raum verlässt, ne? Ja, genau. Has left the party. Ich habe noch Folgendes auf dem Herzen. Sprecht bitte über diesen großen Punkt, dass Titel zu Nahaufnahmen geht. Oh ja, das war ja der Medien... Der Hype des Jahres gewesen. Und sonst Skandal des Jahres. Genau. Ich wünsche euch vielen Dank für die vergnüglichen letzten 64 gefühlten Liebesstunden. Freue mich schon, unser Werk zusammen dann vor dem Kamin mit meiner Familie an Heiligabend zu hören. Und natürlich euch ein schönes Fest mit der Familie, mit den Freunden, mit den Liebsten und auf ein neues und erfolgreiches 2013 für die Spielepresse, für die Spieleindustrie und für uns als Privatiers. Hippipura. Absolut. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. War eine große, große Freude. Ich werde deine ganzen schweinischen Witze natürlich rausschneiden, damit wir auch eine Weihnachtsversion haben. Was bleibt dann noch? Ja, nichts mehr eigentlich. Ja. Und wer mehr schweinische Witze möchte, auf @benflavor auf Twitter kann man dir auch privat folgen. Genau. Keep up the good work. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, Micha, aber wenn dich diese ganze Karies-infizierte Knuddelmuddel genervt hat, dann hast du doch bestimmt Zombie U gespielt. Ja. Auf Zombie U habe ich mich sehr gefreut. Vor allen Dingen, weil diese ganze Spielmechanik eigentlich wieder so in die Richtung Survival Horror geht. Also Survival Horror gab es natürlich schon immer die ganze Zeit im Indie-Bereich, aber es ist jetzt eigentlich mal wieder ein Mainstream-Titel, der diese Mechaniken aufgreift und so. Und ich bin aber trotz der vielen guten Ideen und obwohl es in der Theorie auch manchmal ganz spannend ist, doch eher enttäuscht von dem Spiel. Warum? Denn, ja, es ist einfach nicht gut inszeniert. Ich habe immer den Eindruck, dass es mit der heißen Nadel gestrickt. Denn, also das, wie gesagt, die Ideen sind cool. Das ist, ich finde die Art, wie diese Tablet eingesetzt ist, ziemlich geil, dass du zum Beispiel, wenn du einen Rucksack irgendwie aufmachst, dass du dann halt auf dein Tablet gucken musst, um die Sachen rauszusuchen. Das macht Sinn in einem Horrorspiel, weil du dann halt die Aufmerksamkeit auf deinem Tablet hast. Ich finde den Raumscan sehr spannend. Und die Zeit läuft weiter. Das ist das Geilste daran eigentlich. Also du musst immer trotzdem ein Auge auf dem Bildschirm haben, weil die Zombies hören dann nicht auf. Du bist nicht im Pausemodus wie bei sonstigen Spielen. Ja, eben. Das ist total cool. Also die Ideen sind so super. Das ist halt richtig Survival-Horror. Du hast so zum Beispiel, dass du deinen Charakter dann auch looten kannst, wenn du irgendwie gestorben bist, also dann bleibt seine Leiche liegen und dass er dann auch zum Zombie wird und so, weil das ist halt so ein Dark Souls-mäßiger Rhythmus, dass du, wenn du stirbst, dass du dann im Prinzip wieder zurück kannst und dann halt wieder denselben Weg laufen musst. Das ist alles cool. Das Problem ist nur, das Spiel bringt dir überhaupt gar keine Figuren oder Charaktere näher. Es sind wirklich total austauschbare Survivors, die du da zockst. Das hat einfach, es gibt da keinen Charakter. Also sie haben halt keine eigene Persönlichkeit. Und dieses Spiel erzählt dir auch wirklich nicht viel mehr als, das ist eine Zombie-Apokalypse.
Punkt. Ja. Und es gibt nichts zu entdecken, großartig, außer, also natürlich sind die Welten an sich schon cool aus. Secrets und versteckte Sachen gibt es natürlich schon, ja. Ja, natürlich, also im Spiel selber schon, aber das Spiel erzählt einfach keine spannende Geschichte und das fehlt komplett. Das ist, und ich finde, für ein Horrorspiel muss es schon irgendwie so ein gutes Framework geben. Es reicht nicht zu sagen, Zombie-Szenario und sich darauf verlassen zu müssen. Also die verlassen sich ja wirklich drauf, dass die Leute die letzten Zombie-Filme der letzten 20 Jahre gesehen haben. Und sich sowas alles denken dazu. Ja. Es ist halt, also Left 4 Dead zum Beispiel macht das ja auch, dass die irgendwie so dieses Zombie-Szenario nehmen und das ist es so. Aber Left 4 Dead hat aber auch 4 individuelle Persönlichkeiten, die alle einen eigenen Charakter haben, die unterhalten sich während des Spiels und so weiter und so. Und sowas geht Zombie-U komplett ab. Und dann, ich finde dann auch einige, da sind so ein paar kleinere Designfehlgriffe auch zum Beispiel drin irgendwo. Ich finde, die der Atmosphäre nicht so förderlich sind, wie zum Beispiel diese schrecklichen Ladescreens, wo du die, das U-Bahn-System von London siehst. Und das ist Daniels schmutzigstes Geheimnis übrigens. Das ist das U-Bahn-System von London. Was? Ich war kurz weg, aber es ist keinem aufgefallen. Hahaha, da seht ihr mal, wie viel ich zu diesem Podcast beitrage. Ja, aber es ist wirklich, also ich finde, es ist, wie gesagt, das ist, mir fällt da ein, es ist mit der heißen Nadel gestrickt. Das ist so den Eindruck, habe ich. Das erinnert mich an Red Steel, das erste Red Steel von Ubisoft. Das war auch ihr, Zombie-U? Ja. Zombie-U, genau. Okay. Also das war auch eigentlich ein cooles Spiel. Und Zombie-U macht ja auch Spaß. Es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist nur. Ich habe immer den Eindruck, das musste jetzt ganz schnell zum Launch fertig werden. Mhm. Und ich finde, bei Zombie U ist spürbar, dass es ursprünglich ein anderes Spiel war. Es sollte ja eigentlich Killer Freaks von Outer Space sein. Mhm. Ja, darf ich an dieser Stelle ganz kurz Werbung machen für die Zombie U-Folge? Die ja, schon okay. im Kasten ist, genau. Die schon im Kasten ist, die kommt am 31. und die ist sehr witzig geworden, wie ich finde. Also, schade, dass du da damals keine Zeit hattest. Bei der Aufnahme, und zwar ist die wieder mit dem Michi Obermeier, der ja ausgewiesener Zombie-Experte ist und der ja auch der Meinung ist, eigentlich, das nur im Französischen wird es mit E und das heißt also Zombie am Ende und deswegen ist es schon richtig so, dass da kein I, dass da kein E am Ende ist. Das ja, kurze ist, Anekdote, Gruß an Gunnar und Christian an der Stelle, die haben mir in ihrem Stay Forever Podcast die Anekdote näher gebracht, dass Zombie ja das erste Spiel von Ubisoft war. Ja, aber das ist, witzigerweise weiß das niemand und niemand kennt dieses Spiel und deswegen sind der Michi und ich auch der Meinung, das ist ein Riesenskandal bei Stay Forever. Die haben es einfach nur erfunden, haben es halt bei Wikipedia eingetragen und... Aber ich finde es großartig, dass der Launch-Titel jetzt das erste Spiel für die Wii U quasi die Fortführung des Namens ist, des ersten Ubisoft-Spiels. Ja, aber wenn das nur eine Geschichte ist, die Gunnar und Christian erfunden haben, dann ist das doch schon ein ganz schöner, ist es mindestens so ein Presseskandal wie der Umzug von Titelmagazin zu Nachaufnahmen. Aber wenn Stay Forever was sagt, dann wird es in dem Moment real. Ja, stimmt. Durch die Weltherrschaft. Das ist wie das wenn Bild ja gar was nicht behauptet, anzweifeln. Ja. Aber gut. Genau, aber was Micha gesagt hat, ich finde, es ist so ein typischer Launch-Titel. Er enthält alles, was die Wii U ausmacht und was die Wii U kann. Und es sind Sachen in dem Spiel, die man nur auf dieser Hardware machen kann. Ja, so wie Red Steel eben damals auch war. Und das Einzige, was wirklich fehlt, ist eigentlich eine schöne Geschichte. Aber das, was es macht, macht es schon wirklich gut. Also so dieses Dark Souls Light damit reinzukriegen, ist faszinierend. Und das Kämpfen fühlt sich auch relativ schwer an und das Gamepad wird halt einfach genial eingesetzt mit dem Screen. Aber mich fesselt es nicht. Ich habe immer Lust, das Spiel zu spielen und dann spiele ich es eine halbe Stunde und dann fluche ich eigentlich nur, weil ich dann irgendwie wieder keine gescheiten Waffen gefunden habe. Also ich bin nicht so richtig reingekommen. Aber also, technisch ist echt eine Errungenschaft. Also ich finde, also das ist eins dieser Spiele, wo ich wirklich hoffe, dass sie sehr erfolgreich werden, weil ich glaube, dass Zombie U 2 dann Kracher wird. Ja. Weil ich glaube, das ist wirklich eine geile Grundlage. Zombie U2? Es ist wirklich nicht schlecht so. Es hätte nur das Potenzial für so viel mehr gehabt. Es hätte so viel besser sein können. Aber wenn Ubisoft jetzt tatsächlich die Chance hat, einen zweiten Teil zu machen und dann nochmal richtig Zeit reinzubuttern und vielleicht ein paar gute Autoren engagieren kann, super, dann wird das wirklich ein gutes Spiel. Ja. Ich glaube, das ist wie mit Red Steel 2. Red Steel 2 war auch ein super Kracher. Genau. Meiner Meinung nach. Hat alles gut gemacht, was der erste verbockt hatte, ja. Ja, und hatte sogar Mut zu einem neuen Setting und allem und so. Und sowas will ich für Zombie U halt auch. Also, das ist halt meistens das Problem mit Launch-Titeln, dass die halt, da ist die Hardware noch nicht final. Das heißt, wenn die mit der Entwicklung anfangen, dann wissen die noch gar nicht genau, für was für eine Hardware die entwickeln, was die kann technisch, welcher Chip dann wirklich im finalen Gerät drin sein wird. Und meistens hast du halt auch wenig Zeit, also weil du kannst halt nicht sagen, ja, wir lassen es jetzt da 2 Jahre für die Entwicklung Zeit, sondern es muss halt, wenn es ein Launch-Titel ist, muss es halt natürlich zum Launch da sein. Und deswegen ist halt oft das Problem, dass sie dann
oftmals eben nicht so die hohe Qualität erreichen, die Aber jetzt es ist dann. der einzige Titel, der die Wii U wirklich ausnutzt. Also ich meine, die anderen Launch-Titel, der Launch an sich, da brauchen wir ja eh kaum drüber reden, da ist ja nichts wirklich rausgekommen. New Super Mario Bros. Wii U oder wie auch immer dieser Ableger jetzt heißt, Langweilig. der ist halt in halt Mario in HD, macht super viel Spaß, aber dafür muss ich mir keine neue Konsole kaufen. Langweilig. Stimmt. Na gut, Ja. bevor der Micha vom Topf kippt, halt. Ja. Was haben wir, wo sind wir? Hitman, Absolution haben wir noch ganz kurz. Ah ja. Ja, ist so ein Titel, ist glaube ich wieder super geworden. Ich hatte leider bisher noch keine Zeit, den wirklich zu spielen, weil da war einfach zu viel Stress in letzter Zeit. Ich freue mich aber sehr drauf und ich glaube, Micha, du hast den auch ein bisschen ausführlicher gespielt schon, ne? Ich finde den richtig gut. Richtig geil. Der ist, also man muss sagen, also Hitman-Puristen, die jetzt alle vier Teile vorher gespielt haben, die mögen bemängeln, dass die Settings alle ein bisschen abgesteckter sind diesmal. Also es ist ein bisschen kleiner und überschaubarer geworden und man hat sich da schon so von der Steuerung und auch so auch von den Missionshinweisen, die stellenweise natürlich auch optional sind, falls man es schwerer haben möchte, ist jetzt schon so ein bisschen einfacher gemacht. Finde ich aber eigentlich ganz cool, weil dadurch wird man auch motiviert, mehrere Sachen auszuprobieren, anstatt dann einfach die nächste Mission zu spielen. Und wirklich, also leck mich am Arsch, aber diese Set-Pieces sind so gut gemacht, so gut gemacht. Also wenn du in Chinatown reinläufst und da irgendwie also hunderte von NPCs durch die Gegend laufen und irgendwie so eine Abartig. Menschen, es ist abartig gut, oder? Ich Es finde, es ist. ist sehr organisch. Ja, stimmt. Richtiges Wort. Also die Ja, absolut Farbgebung, richtiges Wort habe ich, die. deswegen habe ich es Ja. damals so oft gesagt und dann kam der Manu gleich und hat sich drüber lustig gemacht. Ich habe nur gesagt, euer Podcast war sehr organisch. Ja. Lol, Roffel. Es passt aber wirklich. Also ich sehe das, es ist schön, auf eine filmische Art sehr schön gemacht, weil sie haben wirklich für jedes Setting eine andere Farbgebung genommen. Sie haben sich sehr viel Gedanken. Es ist wirklich wie so ein Filmset. Also als würde jemand da eine Bühne bauen und sich überlegen, wie bringe ich das mit allen künstlerischen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, von der Stimmung her überzeugend rüber. Und so spielt man dieses Spiel und man hat also diese Vielzahl an Stimmung, die da durchkommt. Du hast wirklich so verregnete Städte, du hast heiße, hitzig, schwülige Außenareale von irgendwelchen kleinen Städten und so weiter. Und du hast diese Chinatown-Geschichte zum Beispiel und einfach nur schön. Also ich habe noch nicht das komplette Spiel gesehen, leider. Ich habe bisher nur die ersten, lass mich nicht lügen, drei oder vier Missionen gespielt, bin aber wirklich angetan. Das macht, also ich weiß jetzt nicht, wohin die Story geht. Die ist gut präsentiert, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass die ein bisschen Bullshit-mäßig ist. Aber die ist wirklich toll. Also ich finde, Ja, kann ich nur empfehlen. und witzigerweise, und das ist ja eigentlich eher selten bei so großen Titeln, dass sie auch irgendwie grafisch sich mal was traut. Also, dass die eben sagen, ja, wir machen nicht alles eben so crisp und hyperrealistisch, sondern wir spielen viel mit Farben und irgendwie, das ist ja alles so, ja, das sieht man ja eher selten, dass sich da mal so irgendwie, das ist ja eigentlich eher so eine Domäne der Indie-Games und so, dass die dann irgendwie mal grafisch was irgendwie versuchen anders zu machen. Ich glaube, also das würde ich wirklich tatsächlich auch der Produktion von Square Enix zuschreiben, denn als die IO unter ihre Fittiche genommen haben, haben die auch gerade Ken und Lynch 2 gemacht. Und vielleicht erinnert ihr euch, dieser Found-Footage-Stil, der damals benutzt worden ist, war ja auch, also künstlerisch gesehen, ziemlich gewagt und konnte man, also man hätte ja das jetzt nicht in so einem Mainstream-Spiel erwartet, dass solche Experimente gemacht werden Ja, und das genau, ist und wirklich. dass Ken & Lynch 2 so scheiße war, lag ja nicht dieser Art des Grafik, sondern das lag ja eher am Spiel. Also Fand ich ich ja fand das ja super. super. Ich fand das Eben. persönlich total gut. Aber da gehen also ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander, ob man Shooter jetzt mag oder nicht. Aber ich fand durch diesen Stil, durch diesen Found-Footage-Stil, hatte das Ganze halt wieder sowas Was total für ein Stil? Found-Footage. Also Film-Footage, Handkamera, okay. genau, Nee, also Film. Found-Footage. Also das ist so Found. dieses wie Blair Witch Project, dass man eben sagt, Genau. oh, das ist mit einer schlechten Okay. Kamera gefilmt und dann hat man irgendwo das Material gefunden, weil die Leute verschwunden sind und jetzt macht man daraus einen Film. Oder Genau. wie heißt das mit dem Monster in New York? Genau, Cloverfield. ja. Das ist also Ken Lynch ist, was das betrifft, einmalig, weil sie haben das ja wirklich total gut gemacht. Und ich finde, also aus derselben Feder kommt ja halt auch Hitman. Und das sieht man auch. Also es hat zwar nicht diesen Found-Footage-Stil, hat aber wirklich so eine total expressionistische Farbgebung und so weiter. Und wirklich Mut, ja, Mut zum Mut.//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 
Mut, ein bisschen mehr zu machen, wie du sagst, ne? Also einen kleinen Schritt weiter zu, weg von diesem Grau-Grau und das ganze Spiel muss irgendwie aussehen. Es erinnert mich positiverweise an Velvet Assassin. Habt ihr das gespielt? Kennt ihr oh das? ja, ja. Das fand ich auch total gut. Fand ich total schade, dass da der Publisher und alles, dass dieses Spiel alles mit in den Ruin gerissen hat, was da irgendwie mitkam. Weil mir hat es tatsächlich viel Spaß gemacht und es war genauso, wie du bei Zombie U sagst, wo ich mir sage, richtig gute Ideen, ein tolles Spiel, eben noch nicht ganz 100% feingeschliffen. Ich freue mich auf den zweiten Teil und der kam aber leider nie. Und deswegen, es gibt leider immer oft so Spiele, wo man merkt, dass der zweite Teil, ja, ich glaube, Assassin's Creed, stell dir vor, es wäre nie in Assassin's Creed 2 gekommen, dann würden wir sagen, ja, schade, damals. Gute Ideen, paar gute Ansätze, aber leider nicht so 100%. Und es gibt eben Spiele, die werden erst mit dem zweiten Teil so richtig zu Höhenflügen so setzen. Ja. Genau, und bei Velvet Assassin gab es ja halt diese Traumsequenzen und auch jede Stage hatte so ihren eigenen Flair, weil sie ja teilweise, weil sie ja aus der Erinnerung der Protagonistin kommt, weil sie ja eigentlich in Wirklichkeit im Koma liegt und das Ganze sich dann so durch ihren Kopf arbeitet. Und ich finde, Hitman hat viel davon. Das ist zwar jetzt nicht alles seine Fantasie und so, es ist nicht wie bei dem dritten Teil, wo er tatsächlich auch selber im Koma ist, aber ich finde, es kommt dem schon recht nah und das mag ich sehr. Es ist vielleicht jetzt nicht das, also es ist von den Schleichmöglichkeiten und so jetzt nicht vielleicht das beste Schleichspiel aller Zeiten. Ich denke, dass der Mark of the Ninja und so sicherlich besser punktet, auch wenn die Perspektive eine andere ist und so weiter, aber ich glaube, das Sneak-Gefühl wird da ein bisschen besser rübergebracht, aber ich finde Hitman so insgesamt hat mich das beeindruckt, ich das jetzt gerade sehr. Ja, ich finde Hitman auch cool, dass man wirklich die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten hat und dass man auch motiviert wird, die auszunutzen. Also ob du jetzt eben hergehst und dem Drogenkiller sein Rauschgift vergiftest oder ob du dich als Koch verkleidest und den erledigst, es macht schon wahnsinnig viel Spaß, da rum zu experimentieren. Das ist immer wieder lustig, dass der nicht erkannt wird, ne? Trotz Barcode und Glatze. Genau. Da kann sich ja auch als Schulmädchen verkleiden und das würden die Leute ja trotzdem glauben. Ja. Aber es nimmt sich ja auch nicht so ernst, das Spiel, das ist auch schön. Also der makabere Humor und der Sarkasmus, der funktioniert genau. Super gut. Ja, das Bärenkostüm, stimmt. Das ist, ja, lustig. Das ist witzig. Also obwohl es irgendwie doch so ein ernstes Killerspiel ist, hat es trotzdem noch, vielleicht gerade deswegen, nimmt sich Zeit, mal auch einen Augenzwinkern einzubauen. Aber, ja. Also ganz kurz, erste Szene, wo ich wirklich laut lachen musste. Erste Mission, man robbt sich an so einer Häuserwand entlang, draußen vorm Fenster und dann ist da ein Target, also ein Objekt, was man erledigen soll. Ein Objekt, ein Mensch, Entschuldigung. Und der telefoniert gerade und bekommt gerade vom Arzt die Nachricht, dass sein Furunkel irgendwo doch nicht bösartig sei und er würde noch jahrelang leben. Und er freut sich richtig, er so, oh thank God, the best news I ever got. Und in dem Moment packt man ihn und schmeißt ihn aus dem Fenster. Das ist so großartig perfide. Ja, aber das ist wie, wie mit dem Schild Silent Please, wo du irgendwie ja, Polizisten genau, wegwirkst. Was, du hast es damals erzählt, Micha, ne? dass man genau. quasi unter dem Schild Silent Please so einen Polizisten dann lautlos ausschalten muss. In so einer Bibliothek, so, das ist großartig, es ist natürlich Erwachsenenhumor, ne? Das muss man klar sagen, das gehört nicht in Kinderhänden. Es ist halt, ich wundere mich sowieso, dass Hitman in Deutschland überhaupt verfügbar ist. Ich finde es schon ziemlich heikel, aber wenn man erwachsen ist und auch so, also es hat ja auch viele Filmanlehnungen an entsprechende Killerfilme und so, an das Actionkino und ich finde, dass wenn man sich da ein bisschen auskennt und diese ganzen popkulturellen Referenzen kennt, hat man viel Spaß abseits des normalen Spiels. Ja. Gut, die nächsten drei Titel hast nur du eingetragen. Micha, Super Hexagon, Okami HD, Little Big Planet, Karting. Los, 30 Sekunden. Okay, warte mal. Super Hexagon kann auch der Manu was sagen. Ich fluche nur über das Spiel. Deswegen bin ich da nicht der richtige Ansprechpartner. Ich aber auch. Ich kann es einfach nicht. Ich bin einfach zu schlecht für diesen Scheiß. 15 Sekunden. Okay, pass auf. Super Hexagon, einfaches Spiel. Du bist so ein kleines Objekt in der Mitte, ein Dreieck. Und genau. Und dann gibt es eine Spielfläche, die verdichtet sich immer weiter. Und du musst versuchen, dieses Dreieck aus diesen Hindernisbereichen rauszumanövrieren. Das machst du einfach, indem du links oder rechts drückst und ausweichen musst. Okay. Das ist alles. Wie bei Sat.1 Superball damals. Ja, genau. Genau. Ja, genau, genau. Und das Besondere an diesem Spiel ist, es hat eine sehr krasse Präsentation. Es hat wirklich total treibenden Elektro-Soundtrack und es pulsiert und vibriert alles so. Und es ist wirklich ein Spiel, wo du dein Denken komplett ausschalten musst, um überhaupt damit klarzukommen. Und du kannst es nur schaffen, wenn du in diesen Flow kommst. Genau.
Das wird, also das ist wirklich auf, es spielt sich auf die Sekunde. Es gibt mittlerweile auch eine PC-Version, wo es und es ist eigentlich fürs iOS gemacht, dafür finde ich es eigentlich ein bisschen besser. Und die Eingaben werden sofort erkannt und es kommt wirklich auf die Millisekunde an. Und also das Spiel ist wirklich scheiße schwer. Also die Schwierigkeitsgrade im Spiel sind hart, harder, hardest. Also es gibt gar keinen Easy-Modus oder sowas irgendwie. Und das ist perfekt, weil du spielst, du kannst es wirklich an Haltestellen oder so für eine Minute spielen, und du kommst und du arbeitest dich immer Stück für Stück vor und jede Millisekunde ist ein Erfolg. Und ist von dem Macher, der Six Time the Letter We gemacht hat, Terry Kavanagh oder wie er heißt? Terry Terry, Kavanagh. genau. Und eine geile Chiptune-Musik. Also, wenn Großartig. man ein iOS hat, muss man sich dieses Spiel angucken, aber ich stehe immer kurz davor, mein iPhone gegen die Wand zu schmettern bei dem Geht mir Scheiß. aber genauso. Ich liebe Schrägstrich hasse es. Das ist wirklich eine Hassliebe. Aber gerade deshalb ist es unglaublich gut. Dann steht hier Okami HD. Ist ja eigentlich ein bisschen unfair, das jetzt zu nennen, weil Okami ist eigentlich ein wesentlich älteres Spiel. Aber ich finde, also es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Deswegen habe ich mich sehr, 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 sehr auf die HD-Version gefreut. Und die ist richtig gut. Denn man kann auf der, also es gibt die nur für die PlayStation. Man kann aber sowohl mit dem Pad spielen, als auch mit dieser schrecklichen Move-Steuerung, die so ein bisschen der Wii-Steuerung ähnelt, von dem Wii-Port. Aber das ist jetzt eigentlich unwichtig, weil das Spiel selber, das ist einfach so schön. Kennt das jemand von euch? Ja, natürlich, aber ich habe es nie ganz gespielt, weil ich immer dachte, ja, Prätentiöse Steuerung funktioniert nicht Kunstscheiße. so gut. Was? Was? Prätentiöse, was? Nee, das war jetzt nur so absichtlich provokant. Ja, okay. Also gut, es ist natürlich stark Geschmackssache, ne? Klar. Aber ich finde, um es kurz zu erklären, als das Spiel rauskam, kam zeitgleich Zelda Twilight Princess raus. Und das war ja eigentlich ein ganz gutes Spiel. Aber ich habe damals, als ich Twilight Princess gespielt habe, dann relativ schnell bewertet, nach 2, 3 Stunden, mein Gott, ist das bieder. Und mein Gott, ist das so routiniert. Und dann habe ich Okami gespielt und das ist für mich einfach das bessere Zelda. So, es hatte eine wirklich sehr schön erzählte Welt, es hat sehr viel, es schwankt immer so zwischen sehr düsteren Szenarien und sehr hoffnungsvollen Szenarien und ich finde halt unglaublich toll, das, was ich bei den alten Zelda-Spielen immer so gut fand, dass auch wirklich so kleinere und größere einzigartige Figuren in diesen Welten erzählt werden und die einem so nach und nach ans Herz wachsen. Es hat eine wunderschöne Musik, ich habe den Soundtrack, der ist über 4 CDs groß. Also, da ist unglaublich viel Musik irgendwie drin. Ich glaube, da waren auch irgendwie 5 Komponisten oder so dran beteiligt an diesem ganzen Soundtrack, die jeweils eigene Stücke beigesteuert haben. Und ich finde, was die Welt betrifft und so, da stecken so viele wunderschöne kleine Details drin. Und toll ist, dass du zwar Dämonen besiegst, aber eigentlich als Göttin dafür sorgst, die Welt wieder zu bereichern. Also mit sie wachsen zu lassen und so. Und es gibt auch immer wieder Szenen, wo du einfach nur Tiere fütterst und so weiter. Und das hat eine ganz andere Botschaft als viele andere Rollenspiele, wo du einfach nur vernichtest und tötest. Es steht auf jeden Fall ganz hoch auf meiner Liste, das endlich dann mal zu spielen als HD-Remake. Also ich finde es wirklich immer noch wunderschön, deswegen großartig. Ja. Gut, kommen wir zum letzten großen Titel. Far Cry 3 oder ist Karting noch? Nee, das Nee. machen wir im eigenen Cast Genau, mal. also Far Cry 3, der letzte große Titel Dezember. Wir haben im Vorgespräch kurz spekuliert, warum es wirklich erst im Dezember kam. Daniel, du meintest, es hat sich einfach nur verschoben, oder? Das sollte da eigentlich gar nicht hin. Ja, ich kann mich noch irgendwie dran erinnern, dass im Sommer kam doch irgendwann mal so die Nachricht, ja, Far Cry verschiebt sich um ein bisschen, Ja. was, so kurze Release-Verschiebung, verschiebt sich um 2 Wochen nach hinten alle Versionen. Oder täusche ich mich Aber jetzt? Ja. kam dann doch im Dezember. Wir nehmen auch erst im Dezember auf, deswegen haben wir es noch drin. Und zum Glück ist es noch drin, weil es ist durchaus eines der Kracher des Jahres geworden, glaube ich. Absolut. Mein Spiel des Jahres kann ich mich noch nicht ganz entscheiden. Aber sicherlich mein Shooter des Jahres. Und ich finde auch, für mich persönlich ist das, wischt das mit Black Ops den Boden auf. Also, weil es ist einfach diese ganze offene Welt und dieses, ich finde, das Schießen fühlt sich so toll an. Und trotzdem aber, dass man immer noch weiß, man hat die Möglichkeit, es auch anders zu machen. Und ich finde immer dieses, schleichst im Dschungel rum und dann löst du doch Alarm aus, wenn du irgendwie gerade einen Stützpunkt überfallen willst. Und dann rennst du irgendwie panisch weg und greifst von der anderen Seite an. Und das ist irgendwie alles so toll in diesem Spiel. Das ist wirklich, ich weiß nicht, hat mir so den Spaß am Shooter wieder irgendwie ein Stück weit zurückgebracht. Durchaus, ja. Es hat ein paar kleine Macken so, aber auf sehr hohem Niveau ist das Jammern, finde ich. Man kann durchaus sagen, dass es für ein Shooter-Spiel eine wahnsinnige offene Welt hat. Ich finde, es ist
hat ein bisschen zu viel Vergnügungspark-Charakter, weil an jeder zweiten Kurve wirst du halt darauf hingewiesen, was du noch alles Tolles auf dieser Insel machen kannst. Ja. Mhm. Und sie haben jetzt wohl auch einen Patch rausgebracht, weil sie gemerkt haben, okay, es war vielleicht doch ein bisschen too much, dass du diese ganzen UI-Elemente wieder ausblenden kannst und dass du einfach selber die Insel erkunden kannst. Weil es macht wirklich dauernd irgendwie Pop-up hier, Pop-up da. Hier, guck mal, da ist noch ein Lager, was du ausräumen kannst. Und hier gibt es noch irgendwelche seltenen Tierarten, die du jagen kannst. Und hier noch das und da noch ein Tier. Und übrigens, deine Story-Mission geht auch noch weiter an der Stelle. Wenn man das aber alles ausblendet und ausschaltet, dann kann man da schon sehr viel Spaß haben. Und das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat von der Immersion, ist, dass man eben, wie du es vorhin schon erwähnt hast, du hast dann irgendwie deine Freunde, die in Gefangenschaft sind. Und du musst die eigentlich die ganze Zeit retten und dann gehst du halt Pflanzen pflücken und räumst noch irgendwie so ein Lager nebenbei aus. Mit dem Loot kann man nichts anfangen und es hat so ein paar Kleinigkeiten, aber insgesamt ein großartiges Erlebnis geworden, finde ich. Ja, ich kenne das noch nicht, ich brenne darauf, das zu spielen, deswegen aber meine Frage wäre, wie ist denn diese Psycho-Story geworden? Leider nicht so stark wie in den Trailern angekündigt, aber insgesamt dann doch für einen Shooter relativ gut, finde ich. Ja, absolut. Also, und man hat da auch immer, also man hat schon ganz schön absurde Zwischensequenzen, die man, also nicht Zwischensequenzen, sondern spielbare Zwischenintermezzos, wo man sagt, die passen jetzt irgendwie, da ist man jetzt völlig anders als dieses Insel-Setting. Und aber da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Und wir haben schon genug gespoilert in dem Far Cry-Podcast, ja. Nee, also ich finde das, ich glaube, das wird auch dir großen Spaß machen, Micha. Ich habe noch niemanden, der das gespielt hat, getroffen, der gesagt hat, nee, also bei aller Liebe absoluter Schrott, sondern jeder hat da irgendwie, weil es eben diese klassischen Open-World-Mechanismen sind, die dann doch noch funktionieren, so dieses Inselbefreien und dann hat dann eben jeder die Chance, selber so zu spielen, wie er das gern möchte. Das macht ja auch immer was aus, weil wenn du jetzt eben sagst, rumgeschleiche, habe ich überhaupt keine Lust drauf, ich möchte da richtig mit stürme da rein mit Panzerfaust und lass alles explodieren, die Ölfässer, dann kannst du es auch machen. So, wenn du Action magst, dann wirst du auch gut bedient. Und wenn du eben sagst, ich möchte für mich die Herausforderung schaffen, dass ich das wirklich unentdeckt, das Lager leer räume, dann kannst du es auch probieren. Und ich glaube, ja, da wird eben jeder, kommt da auf seine Kosten. Cool, klingt spannend. Ja. Und Tiere jagen macht ja erstaunlich viel Spaß, finde ich. Oh, das fand ich ganz schön nervig. Also, weil das hat mich irgendwie, weil ich finde, die Tiere sind sehr übermächtig. Und wenn du da manchmal diese Mission hast, dass du... Noob. Ja, mag ja sein, aber dass du eben... Du musst dann mit Pfeil und Bogen diesen einen Geparden oder Leoparden erlegen. Und das Problem ist, der Pfeil macht halt wenig Schaden. Das heißt, du musst ihn mindestens 5-6 Mal treffen. Und der rennt aber genauso schnell wie du. Das heißt, du musst im Rückwärts laufen, musst du quasi den Pfeil aufziehen, musst gleichzeitig rennen und dann noch den Geparden richtig treffen. Und das Problem ist, wenn du eine Sekunde kurz... zögerst, weil du kurz zielen willst oder weil du rückwärts an einen Baum stößt, springt er sofort auf dich und zieht dir gleich mal die Hälfte des Lebens ab. Also das fand ich irgendwie... Ist schon herausfordernd, diese Spezialmissionen bei den seltenen Tieren, ja. Ja, das fand ich irgendwie, hat mich auf Dauer so ein bisschen... Da fand ich es eben schade, das habe ich ja auch damals in dem Cast schon angesprochen, dass man für so Leute wie mich, für so Kacknoobs, dass die dann nicht einfach mit ihrem Geld... Also wie bei Free-to-Play halt. Im Prinzip, die Leute, die es nicht können, kaufen sich mit Free-to-Play einfach die Sachen zusammen, die sie brauchen und sind dann besser als alle anderen. Ja. So, ein schönes Spielejahr, würde ich doch sagen, oder? Ich meine, Anfang des Jahres hieß es immer so ein bisschen, 2012 bringt eigentlich nichts Tolles mehr so richtig. Habe ich mich damals schon gewundert, was das sollte. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß dieses Jahr mit den Spielen, die rauskamen. Absolut. Ganz ehrlich, ist auch wieder so ein Jahr, wo eigentlich wirklich wieder für alle was dabei war. Also es kamen viele tolle Indie-Spiele raus, viele tolle AAA-Großproduktionen und ja, dann ist, finde ich, ist so, ist dieses iOS ist, hat noch mehr abgehoben in diesem Jahr. Also es wurde ja gerade mit irgendwie The Walking Dead entwickelt sich das ja wirklich zu einer ernstzunehmenden Spieleplattform. Also früher war, vor ein paar Jahren war es ja wirklich noch so, dass man sagte, okay, da sind gute Spiele für iOS, aber das sind alles so mini kleinen Unterhaltungsspiele. Und jetzt wird das ja wirklich kommen viele neue Adventures und. Ja, und viele Ports dann auch, die da auch gut funktionieren, aber eben auch eigenständige Sachen wie Super Hexagon und so, die dann wiederum auch auf PC umgesetzt werden und so weiter, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, woher diese Unkenrufe kommen, das war so ein total schwaches Jahr. Irgendwie, ich verstehe es nicht, weil ich finde, also ähnlich wie Daniel, da war wirklich für jeden was dabei. Und also ich meine, es war in allen Bereichen was Tolles dabei. Es war nicht nur Indie und Mainstream, sondern es waren auch richtig geile HD-Remakes, wenn man jetzt die alten Klassiker nochmal spielen wollte. Und man kann ja wirklich
Ich meine, was kannst du dieses Jahr machen? Du kannst dich durch den Dschungel robben, du kannst Auftragskiller spielen, du kannst dich durch die Zombie-Apokalypse kloppen, du kannst Science-Fiction spielen, du konntest Detektiv sein, du konntest, weiß ich nicht, Autos sammeln, auf dem Festival rumfahren, du konntest Landwirtschaftssimulator. Es gibt, und wir haben jetzt hier wirklich nur einen minimalen Teil angerissen. Ne? Dieses Spiel Portfolio ist ja eigentlich noch sehr viel größer und sehr viel umfangreicher. Wir haben ja nur über unsere Lieblingstitel gesprochen. Wir haben zum Beispiel so einen Riesentitel wie Guild Wars 2, wo man sagt, oh, das ist wahrscheinlich eins der besten Online-Rollenspiele der letzten Jahre, was wirklich qualitativ sich locker mit irgendwie WoW messen kann. Ja, wir haben, ja, Entschuldigung, wir haben auch ziemlich viele Adventures ausgelassen. Da sind ja auch sehr viele dieses Jahr rausgekommen. Geheimakte wurde zum Beispiel fortgesetzt und Jack Kane hat einen neuen Teil gekriegt. Von Deponia ist ein neuer Teil gekommen. Deponia 2 übrigens sehr cool an dieser Stelle. Sehr lustiges Spiel. Über die haben wir jetzt nicht gesprochen. Also da gibt es so unglaublich viel und ich glaube nicht, dass man sich da in irgendeiner Form beschweren kann. Und wir haben wahrscheinlich 10 Millionen Xbox Live, Arcade und PSN-Titel jetzt Ja. vergessen. Ja, und zwei neue Konsolen dieses Jahr, darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Also wo man echt gespannt sein darf, was da nächstes Jahr kommt. Also ich glaube, auf der Wii U kommen echt gute Sachen noch. Also ich hab das Gefühl, dass da sehr viel Luft nach oben ist. Dass, also wenn es nicht von Drittherstellern kommt, kommt es von Nintendo selber, dass da coole Sachen rauskommen. Allein schon auf Pikmin 3 freue ich mich sehr, das dann über dieses Pad zu steuern. Das wird bestimmt cool. Insofern, cooles Jahr. Auf Ich jeden hoffe nur, Fall. dass die Vita ein bisschen mehr Futter bekommt. Die ist ein bisschen untergegangen. Ja, der Ja, eben. 3DS auch. Ja. Sony ein bisschen vernachlässigt, das stimmt, ja. Gut, meine Gut. Herren. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an euch beide für diese Begleitung des Spielejahrs. Nicht nur jetzt in dem Podcast, sondern überhaupt, dass ihr mit mir podcastet jeden Morgen. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Dass Ja, wir gerne. dieses Leid ertragen, mit dir zu podcasten, meinst du? Nein, das ist Ja, kein das Leid. ist. Für mich ist es eine große Ehre. Ja, Es ich macht gebe immer mir wieder viel schon, ich hab Spaß. ja schon, ich hab ja schon Ausschlag, echt. Nein. Danke natürlich auch an die Zuhörer, die so fleißig durchgehalten Das haben. wollte ich nämlich gerade sagen. Also ein großes. Wir wünschen allen frohe Weihnachten und hoffentlich ein paar ruhige Tage. Vielleicht auch mal ein paar ruhige Tage, um noch irgendwas nachzuspielen, was wir jetzt vielleicht hier angesprochen haben. Und vielleicht ist der eine oder andere hat noch irgendeinen Tipp bekommen. Und ja, wir hoffen, dass man uns auch 2013 wohlgesonnen. Es wird auf jeden Fall weitergehen, ja. Und natürlich schreibt in den Kommentaren, welche Spiele euch auf unserer Zusammenfassung jetzt gefehlt haben. Könnt natürlich gerne in den Kommentaren weiter diskutieren, welche Spiele da noch Erwähnung finden. Und dann freue ich mich auf 2013. Wie gesagt, Zombie U kommt noch am 31. als Abschluss des Jahres, als aufgenommene Konserve. Und dann geht es frisch im Januar weiter mit neuen Insert, neuen Folgen. Genau, und ihr könnt euch natürlich auch in den Kommentaren Anregungen schicken. Wenn wir also wirklich was total Wichtiges, Cooles, Spannendes verpasst haben, dann gucken wir uns das natürlich auch nachträglich an. Weil ich meine, wir spielen zwar alle drei, aber wir können auch nicht alle spielen. Und wenn da irgendein Titel dabei ist, wo ihr sagt, Geheimtipp, müsst ihr besprechen, einfach in die Kommentare schreiben. Wunderbar. Jo, Dankeschön und bis ciao. bald. Tschüss. Tschüss.